Der beste Podcast meines Lebens ab jetzt auch auf Spotify und iTunes Apple Podcasts. Finally. Schönen guten Tag, ihr wundervollen Menschen. Mein Name ist K-Doppel-O-L-S-A-V-O-S, Kusowasch, der King of Rap. Und ihr hört Teddy und Tucker, der beste Podcast meines Lebens. Ist wirklich so, Alter. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Teddy. Mein Name ist Tucker. Und das ist der beste Podcast meines Lebens. Der beste Podcast meines Lebens. Yeah. Wir befinden uns in der 43. Folge des Podcasts und quatschen heute unter anderem über die Alben von Millionär und Joni. Ganze 20 Singles haben wir heute im Programm und über die Trennung zwischen Animus und Boss Music müssen wir auch nochmal quatschen. Tucker, was geht ab bei dir? Alles gut? Yeah. Alles gut, aber ein bisschen müde. Also das Gefühl, dass man nicht geschlafen hat auf jeden Fall. Aber egal, die Energiereif-Podcast-Aufnahme. Was geht bei dir, Teddy? Ach, same shit, different day, ihr wisst Bescheid. Sonntagmorgen früh auf und dann so mäßig. Nein, Mann, Laune ist gut, man hat genügend ausgeschlafen. Mal gucken, ob das Programm heute das Ganze noch besser macht oder schlechter macht. Ne. Ist so. Sonst irgendwas Neues, glaub nicht. Mir ist letzte Woche nicht aufgefallen, die letzte Podcast-Episode war das 200. Video auf dem Teddy Hurt-Kanal. Jubiläum, Alter, Jubiläum. Ja, Mann. Läuft, Alter. Läuft und so wird auch weitergemacht. Deswegen hier auch nochmal die Motivation raus an euch. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, gerne den Kanal abonnieren. Habt ihr wahrscheinlich inzwischen sowieso, wenn ihr hier die treuen Zuhörer seid. Aber die, die es noch nicht gemacht haben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sind auch auf iTunes oder neuerdings Apple Podcasts und Spotify. Dort uns gerne auch folgen. Vor allem auch bei Apple Podcasts bewerten mit 5 Sternen und uns eine Rezension da lassen. Das unterstützt uns und pusht uns nochmal ein bisschen so nach vorne. Daumen hoch auf YouTube geben, damit wir die mindestens 100 Daumen hoch wie letztes Mal auch nochmal voll kriegen. Und ich glaube, das war alles fürs Intro. Da hast du noch was, Dacke? Nein, Mann, wir können loslegen. Yeah. Ging ja flott diese Woche, wa? Dann würde ich mal sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Block. Shoutout raus an Joey, falls ihr den auch nochmal ja, hören könnt auf der Tourspur. Ja, Mann, der Joey ist wieder am Start. Ja, der muss wieder hier Stress, hat wahrscheinlich Hunger oder so. Hat noch nichts zu essen bekommen. Wir haben noch früh. Egal, wir machen trotzdem den Start, wie gesagt, Newsblock und den starten wir wie immer mit den Charts und dort machen wir doch einfach mal mit den Album-Neueinsteigern den Start und gucken mal, wer dort neu ist. Wir haben Sierra Kid mit seinem TFS-Album, der ist auf Platz 5 der Albumcharts gelandet und Shindy mit seinem Drama-Album hat wie zu erwarten Platz 1 geholt. Und da direkt nochmal Glückwunsch raus, würde ich mal sagen, oder? An beide Kandidaten, die da wirklich gut weggekommen sind, oder was sagst ja, du? Ja, an beide, safe, an beide. Ich finde auch stark, Sierra Kid auf 5 ist auch gut. Mhm. Drama, Shindy war schon wie zu erwarten auf 1. Und ich fand es witzig, wie er sich bei Instagram voll bedankt hat. So arrogant, wie er eigentlich ist, der hat er sich schon vorgestellt, dass er sowieso auf 1 landet. Ja, ja, sowieso. Dieser Text habe ich gesehen, der so voll danke, dies, das, dass ich das mit euch geschafft habe und so. Aber naja, starke zwei Alben, die auch dann stark platziert nach vorne gekommen sind. Mhm. Aber ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass Drama so ein bisschen umstritten ist. Zum Beispiel, die bei hiphop.de haben das Album zum Beispiel heftig zerrissen, so wie ich es mitbekommen habe. Und auch in der Community gab es einige Stimmen, die so meinten, das ist total überbewertet, das Album. Und der Fresh or Less Score ist für mich übertrieben überraschend. 77% für Shindy. Ist so. Mit dem Drama-Album. Und der in seiner Promophase einfach mal die Top-Zahlen des Grounds bei Fresh or Less gemacht hat und immer noch mit Afalterbach der Spitzenreiter auf der Freshlist ist. Dann das Album mit 77% ist eigentlich eine Enttäuschung, ne? Ja, eigentlich schon. Ey. So, ne? Ein bisschen schockierend, dass er dann da auf jeden Fall nur 77%. Was heißt nur, aber 77%? Ja. Also bei Shindy hätte man das nicht gedacht. Nee, ich dachte eigentlich, der wird da Elias mit seinen 90% wegmachen, weil er so beliebt war. Aber man hat schon bei den letzten Singles gemerkt, dass da schon so was abgefallen ist. Ich glaube, EFH hatte dann auch nur noch 81% oder so, aber immer noch mehr als dann das Album. Krasse Sache. 77% ist natürlich ein weiteres Fresh und auch so ein platziert in der Freshlist platziertes Album. Anders sieht es bei TFS von Sierra Kid aus.
da bin ich richtig, also als Fan natürlich so, aber so ist das halt bei Fresh or Lech. Die Community sagt, das Album ist okay mit 51% TFS von Sierra Kid. Aber hast du auch ein bisschen so erwartet, ne? Letzte Woche meinten wir schon so, ja, aber muss man anders hinhören und das ist halt was anderes. Ne? Ja, und das ist das Ding, weil zu viele halt immer so Alben hören, da wo du nur nebenbei hören musst und da läuft der Beat, bams, es läuft gut mit dem Beat, aber textmäßig ist egal, aber Sierra Kids Album ist halt, da muss man richtig hinhören und dann verstehst du den Jungen, was er davor hat, also was er vorhatte. Und 51% für mich auf jeden Fall leider schwach. Ja, ist eine Enttäuschung, so ein Album. Ja. Und nicht auf der Freshness, das denke ich mir so. Das ist eigentlich ein Skandal, weil auch jetzt mit der Zeit merke ich, dass Drama bei mir immer abschwächt. Ich höre es immer weniger. Und TFS, ich höre TFS sehr, sehr intensiv. Und das ist ein überkrasses Album. Wie sieht es bei dir aus, Drama nach den Tagen jetzt immer noch? Also Drama habe ich jetzt auch noch weiter gehört und TFS auch. Aber bei TFS ist es jetzt bei mir so, dass ich da jetzt schon so die Tracks habe, die ich da rauspicke. Krass. Und bei Drama ist das, weil das so ein komplettes Ding ist, so dass du das von rauf, also von hoch runter bis runter, also hören kannst, kann ich das noch durchhören. Aber das Album, was ich jetzt am meisten sogar das bis jetzt, also das ist jetzt nicht aufgelistet, was ich jetzt noch sagen kann, ist auf jeden Fall von Kalim 0 auf 100. Ey, das ist dein Spitzenreiter bis jetzt. Ja, bis jetzt also Spitzenreiter, so wie oft ich das gehört habe. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei den zwei und. Ja, ich weiß auf jeden Fall, Drama, jetzt mit der Zeit und jetzt hast du ja das Konzept schon verinnerlicht und so fangen die Skits und so auch so ein bisschen an zu nerven. Ich skippe die jetzt immer. Weißt du, weil der Witz ist ja vorbei. Deswegen sind die da für mich weg. Und dann entsprechend nervt dich dann auch beim Intro halt, dass Skit und Dings eins ist. Und ich hätte da doch lieber so einen getrennten Bietigheim Hills Track. Und die Quali ist halt nach der Zeit jetzt noch extremer. Ist schlimm einfach, ne? Ja, aber du hast du gesehen, was ich dir geschickt habe von Manuelsen, ne? Ja, so, ja, stimmt. Sein Statement zum Album, ey, das ist aber lächerlich. Das wollte ich mit dir noch kurz beschreiben. Wie meint er, also ist das dann halt bewusst? Also, ich frag mich, ob das jetzt bewusst ist mit der Qualität bei dem Album von Drama, deswegen. Ich sag 100% nein. Nein, das kann. Ich sage. Natürlich könnte ich es so verkaufen, als ob es bewusst so ist, aber ich kann den Ansatz von Shindy nicht verstehen, dass er im Vorfeld solche Posts macht von wegen, ey, wir sind noch nicht zufrieden, deswegen verschieben wir das Album, der Sound ist noch nicht perfekt und dies und das und tralala. Und weil Shindy selber ja auch Produzent ist, glaube ich, dass er halt gewisse Ansprüche hat. Und ich glaube einfach nicht, dass sich Shindy da hinsetzt und sich sagt, okay, ich habe jetzt diese jahrelange Pause, ich habe lange von mir nicht hören lassen, ich setze jetzt Standards mit meinen Videos, mit meinen Singles. Und wenn mein Album rauskommt, wenn mein Album rauskommt, verkacke ich einfach Mix und Mastering, weil ich will, dass das klingt wie so ein 2000er Album. Ey, die 2000er Alben kannst du auch im Club abspielen und aufdrehen. Drama kannst du nicht aufdrehen im Club, das wird scheiße klingen. Und ist auch belegt von anderen Mixing Mastering Experten, die da sagen, ey, da sind auf jeden Fall auf objektiver Basis Fehler im Album drin. Da sind Sachen, die macht man bei einem finalen Album nicht, das abgegeben wird und gepresst wird. Da sind Sachen schiefgelaufen und deswegen kann ich es auch nicht mehr entsprechend hören. So. Aber es ist natürlich immer noch nach wie vor ein freshes Album. Ich sag nur, mit der Zeit, man merkt es, es schwächt bei mir ab. TFS ist mit der Zeit besser geworden, weil ich finde das Album krass. Ich finde es mega krass und vor allem, dass es so lang, also von der Tracklänge her lang ist und trotzdem noch von vorn bis hinten immer noch Bock macht, so. Was heißt Bock macht, aber halt mit ein Mitreiß ist krass. Ist doch auf jeden Fall krass. Aber dieses Argument von wegen, dass Manuelsen sagt, ja, die wollten das Album klingen lassen wie ein 2000er Album, ist lächerlich. Weil wenn du in einen Club reingehst und da spielen die einen Song ab von Nelly oder weiß was ich aus den 2000er oder ein Mace-Song oder so, den kannst du aufdrehen, der klingt geil. Das hat da erst recht nicht so geklungen. Also die Abmischung und sowas war früher wahrscheinlich sogar gefühlt noch ein bisschen halt, also man hat da wahrscheinlich sogar noch mehr dran gemacht, um halt gewisse Standardsachen zu erfüllen, um auf dem Markt stattfinden zu können. So. Ich glaube, heutzutage wird viel schneller gearbeitet und über viel mehr hinweggesehen, so Soundprobleme und sowas, wie man sehen kann, weil Drama einfach Platz 1 und so eine Qualität. Aber was soll's. Stimmt, was soll's. Ja, Mann. Wollen wir Skip zu den Single-Charts machen?
Ja, können wir machen. Da haben wir wahrscheinlich sehr viele Platzierungen von Shindy. Oder ja, ich sag's als Spoiler, wir haben fast das gesamte Drama-Album auf den Single-Charts. Wir gucken mal. Wir haben das Out-Interlude vom Shindy-Album auf Platz 98. Mert mit Boxerschnitt auf 75. SDP featuring Capita Bra mit Viva La Dila sind neu auf der 65. Shindy mit Dodi auf, neu auf Platz 52. Dardan mit Komm zu Hypnotize auf Platz 51. Shindy mit Shoot auf Platz 43. Shindy mit oder auch MMM auf Platz 37, Shindy mit Afalterbach auf Platz 36, Apache 207 mit 2 Minuten auf Platz 35, Shindy mit Honigtopf auf Platz 32, Shindy mit Bietigheim Sunshine, muss ich gleich nochmal nachgucken, da ist hier ein kleiner Fehler, sorry an der Stelle, Rap-Superstar von Shindy ist auf Platz 28 gelandet, Shindy mit Drama auf Platz 27, Shindy mit Babyblau, muss ich gleich nochmal nachgucken, Shindy mit Babygirl auf Platz 18, Sido featuring Luciano mit Energie auf Platz 10, Shindy mit Raffaello auf Platz Nummer 4 und Capita Bra und Samra mit Zombie sind da, wie letzte Woche auch schon gesagt, wie zu erwarten, auf der Pole Position gelandet. Taka, erzähl mal, was findest du hier herausstechend hier auf dieser Chartplatzierung? Läuft mit Out Interlude, wa? Ey, eiskalt, ne? Out Interlude auf 98. Ja, krass. Läuft. Krasse Sache. Dann, ja, sehr, alle Tracks von Shindy sind hier vertreten, richtig? Ich meine, ja, also irgendwie vermisse ich keinen Song, du? Ja, ich auch nicht, deswegen, das ist auch heftig. Mm. Das muss man sagen. Dann, was ich als nächstes sagen würde, ist herzlichen Glückwunsch an Capital Bra und Samra wieder, dass die schon wieder auf die 1 gelandet sind, ist schon übertrieben. Was er rausbringt, der junge Capital, und mit wem, das landet einfach auf 1. Mm. Also die haben da irgendwie ein Abo auf Platz 1, warum, weiß ich nicht. Natürlich weiß ich, weil die haben sich halt den Status erarbeitet und können gefühlt alles rausbringen, was sie wollen. Es wird auf Platz, die können sogar ein Shirin David, sag ich, Helene Fischer Cover machen und das wird auf 1 landen. Ist so. Ne? Ist wirklich so. Ja. Ich kann hier nochmal zur Vollständigkeit halbe, kann ich jetzt nochmal ganz kurz die 2 Platzierungen nochmal nachgeben. Also, ja. Shindy Bietigheim Sunshine ist auf Platz 30 gelandet und Shindy mit Babyblau auf Platz 19. Jetzt haben wir es. Jetzt in der volle Fülle. Aber es ist wirklich Kapi und Samra, alles, was die da machen. Zombie ist der gleiche Track wie, keine Ahnung, die reden doch eh nur von Shemshem und Darby und Kokain und Tilidin und Amphetamin, alles nur diese. Die hätten auch ihr Album Medizinschrank nennen können, Alter. Medizinschrank, also wie ein Zombie. Sonst, was sagst du zu Sido und Luciano auf Platz 10? Ist das die erfolgreichste Sido-Platzierung für dieses neue Album? Ich guck mal. Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht. Und ist er nicht mit Dings besser geplatziert? Mit seinem Intro? Mit Intro könnte man. Oder ne, was war Intro? Was war zweiter Track von seinem Album? Das Buch. Single, das Buch. Das Buch hatte seinen Peak bei Platz 19. Okay, und Intro? Wie Papa Intro 17 und Melatonin 19. Okay. Ja, Energie ist der erfolgreichste Song bis jetzt. Okay, alles klar, Energie. Ja, Energie nach vorne, war wenigstens in den Chartplatzierungen dann, würde ich mal sagen. Läuft bei denen. Ja. 10 ist gut. Ist das der, meinst du, das ist der Push durch Luciano und dem aktuellen oder ist es der Song? Ich glaube, das ist auch wegen Lucianos Status, oder? Ich glaube auch, ich so weil der ist aktuell, der macht egal was, der landet ja auch immer Top 20. Ja. Und jetzt ist so. In Kombination mit Sido hat man automatisch die Luciano-Hörer und Sido-Hörer halt und zusammen ergibt das halt Platz 10. Ich glaube, das ist das, weil der Song wird, denke ich, nicht so rauf und runter gehört. Kann ich mir, oder ich, vielleicht, wer weiß, ich weiß nicht. Ja, ich weiß es auch nicht, wa? Also bei mir gefühlt leider nicht so. Mhm. Aber vielleicht bei den anderen so, weil Luciano wird oft gehört, auch von den Jüngeren. Ja. Ist jetzt schon sozusagen, hat auch seinen Status aufgebaut und dann jetzt mit Sido in Kombination gute Partnerschaft sozusagen. Ja, Mann. Alle Hörer in einen Topf. Ist so. Luciano und also ältere Generation und die jüngere Generation. Und ja, was man noch sagen kann, ist Shindy mit Raffaello, sozusagen stärkstes platziertes Single von dem Album jetzt diese Woche, also jetzt von den ganzen Singles von dem Album. Ja, also von dem auch Track. Durch das Video natürlich, ne, wahrscheinlich. Genau, genau. Aber generell, ich habe jetzt auch so die Übersicht, ne, erzähl.
Ich wollte auch sagen, aber ich glaube auch, das ist einer von mir, von meinerseits auch, das einer der besten Track vom Album. Ja, das ist auch mein Favorit. Das Beste. Ja, ist, wenn deswegen. Der angeht beim Album immer so, ja, yeah, Mann. Aber warte mal, wie war der nochmal auf dem Album platziert? Auch mit einem Skit, ne? Ja, davor. Der Bulle, glaube ich, davor sagt, ne, dass. Ach so, Gott kann euch nicht, Gott ja, kann euch vergeben, genau, so mäßig. Genau, ja, das war das. Genau. Ja, ja. Ja, der Start aber nicht so. Gott kann euch vergeben, aber der Start nicht so. Genau, so war das. Ja. Und danach kommt das. Das passt ja mit dem Übergang. Erzähl. Ich habe hier die Übersicht von Shindy, weil ich gucken wollte, inwieweit Raffaello erfolgreich im Vergleich zu den anderen waren. EFHS hatte seinen Peak bei 8, Nautilus auf 2, Afalterbach auf 3 und Dodi auf 1. Road to Goat war sogar auf 5. Das heißt, Raffaello war auf jeden Fall auch einer der erfolgreichsten Singles. Aber Dodi bleibt seine Nummer 1 aus diesem Album. Und da merkt man auch, das war halt auch der Hype wahrscheinlich, weil so lange Ruhe war und dann kommt Shindy zurück. Ja, ne? Bams. Das war auf jeden Fall ein Boom. Aber krass, ja. Aber guck, Baby Blau auch weit vorne, Alter. Dieses, du kennst ja, ne? Smoke Weed Every Day. Ja, na. Das war auch bei mir heftiges Dings, das, obwohl das so leicht gesucht, chillig gemacht ist, irgendwie funktioniert das, ey. Ja, aber ich schwör's dir, gerade bei dem Track nervt mich der Mix. Der Mix, ja. Ja, weil Beat und vor allem immer, wenn er extrem Autotune hat, das ist auch bei Shoot zum Beispiel so, da ist es auch extrem. Der Track ist so geil eigentlich, aber der Mix ist so, du denkst dir, boah, ich krieg Kopfschmerzen mehr. Say my name, oh Junge, der sticht in dein Ohr mit Messer, Alter, ja, die Katastrophe. Aber mein Gott, ich frag mich, wer hat dieses Album abgemischt? Ozy und Nico Chiara selber oder wie? Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß es auch nicht, Alter. Komisch. Ich habe nur gehört, die haben krasses Equipment, also dieses Shindy-Studio soll krass ausgestattet sein. Dass so ein Album da rauskommt, verstehe ich nicht. Ich hoffe, die haben da was falsch abgegeben und können irgendwie die Version da updaten, weil das würde ich sehr krass finden, wenn der einfach den Move machen würde wie Kanye West, der hat Life of Pablo rausgehauen. Alle sagen, Alter, was ist das für ein Mix? Auf einmal nach 2-3 Tagen sind die Soundfiles bei den Streaming-Plattformen geupdatet und der Sound ist besser. Haben die einfach neu gemischt und nochmal rausgehauen. So. Könnt ihr auch machen. Ja, das ist halt Vorteil von der heutigen Zeit. Ist nicht mehr gepresst und für Ewigkeit, ihr könnt das updaten. Deswegen, wenn ihr das hier hört, mischt das Album bitte neu. Wenn nicht, nehmt die Parts nochmal neu auf, aber das geht nicht. Ich kann das jetzt nicht mehr über Jahre hören, weil ohne Witz, bald bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, ich höre jetzt lieber Dreams als Drama. Weil ich finde, wenn man jetzt alle Alben hat, finde ich jetzt auch Drama verglichen dazu, ist gar nicht mal in der Top 3. Top 3, glaube ich, nicht mal, ne. Oder? Ja. Weil wenn du NWA hast, Fuck Bitches Get Money und Dreams, dann hast du schon 3 Alben eigentlich, die über Drama sind, finde ich. NWA sowieso bei mir auch einer der besten Alben, erstmal, weil ich den so gekannt habe und das geballert hat. Mhm. Ja, aber ob das, also ich habe jetzt Drama so im Kopf, deswegen musste ich Dreams nochmal hören, um das zu vergleichen, weil Dreams war mir auch damals eine krasse Erinnerung, aber weil Drama jetzt halt neu ist und das mir jetzt so fresh vorkommt, jetzt nicht von Sound, jetzt einfach nur von dem Aufbau und die Tracks und so, ne? Deswegen musste ich dann das nochmal so einmal hören, Dreams, um das zu vergleichen, aber ja, vom Sound her merkt man sofort, das ist was ganz anderes. Ja, und überleg mal, Dreams hat er im Hotelzimmer in seinem Waldorf Astoria-Dings im Sitzen da in seinem Zimmer da aufgenommen. Ja. Und Dings in seinem High-Class-Studio. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hast du sonst noch irgendwas bei den Charts oder wollen wir zu den Updates gehen jetzt? Nö, wir können zu den Updates gehen. Beziehungsweise ich muss erstmal die Scores rausgeben. Fresher Lech Scores. Mert, Boxerschnitt ist noch ein okay. Also kurz vorm Fresh gewesen mit 64%. Kommt zu Hypnotize von Dardan, 40% ist ein klares Lech. Afalterbach, wussten wir, ist Top-Reiter auf der Fresher Lech-List mit 92%. Apache 207 mit 2 Minuten, 68% ist demnach ein knappes Fresh. Energie von Sido ist da, ich glaube auch das Fresh der Woche mit 88%. Raffaello von Shindy da auch wieder überraschend mit 79% eigentlich die schlecht bewertetste Single von Shindy aus dem Album. Ja, ne? Schlechter als Einfamilienhaus. Ja, das war 81. Wow. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Und Capital Bra Samra mit Zombie 50% ist noch okay. Also Raffaello 79% verstehe ich nicht. Ne, ich auch nicht. Krass, Alter. Ich weiß nicht, was die da so gegen haben. Also schlechter als Einfamilienhaus? Puh, keine Ahnung. Also normalerweise, der Track ist übelst. Ich glaube, das ist einfach die Hype-Kurve von Shindy. Die hatten so am Anfang, boah, krass, er ist wieder da. Und danach haben sie immer mit jeder Single weniger Bock bekommen. Und das zeigt sich lustigerweise auch in der Prozentzahl von den Singles. Krass.
Ja, Apache, okay. Mhm. Ja, ist wirklich ein okay Track. Nee, nee, ist 68. 68 ist fresh. Ach so, ist fresh noch. Ja, dann hat er Glück gehabt. Ich glaube, ich habe auch fresh gegeben. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe okay, aber mit Tendenz, glaube ich, höchstens. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht, ne? Capital Bra war ja, war ein Wunder, dass es nicht Lech kriegt. Ja, krass, ne? Die kommen da noch okay weg mit so einem Zombie-Track. Ich weiß nicht, ich kann den nicht mehr hören. Naja. Ja, aber sonst eigentlich alles so wie erwartet. März sogar knapp fresh. Ist so. Aber das war auch wie bei uns. Direkt so ein Track, ja, wo wir sagen, ja, geht gut rein. So. Das ist so ein Asi-März, so. Geht gut. Das geht. Geht, Alter. Also für meinen Geschmack ist halt. So. Ne? Mal weiter so, Mert, mal weiter. Ja, läuft, okay. Weiter geht's mit den Updates. Gucken wir mal, gucken wir mal. Guck mal, UFO361 featuring Data Love ist mit Shoot vom Platz 9 runter auf die 17 gerutscht. Summer Jam featuring Gringo mit Yalla Goodbye. Von der 5 runter auf die 15. Shirin David und Metre Gimse mit On Off. Von der 6 runter auf die 13 gerutscht. Juju featuring Handy Mai mit Vermissen sind jetzt nach 9 Wochen aus den Top 10 raus. Von 8 runter auf die 11 gerutscht. Loredana mit Jetzt rufst du an. Von der 2 runter auf die 5. Und Capital Bra featuring Samra mit Teledin mussten da Platz für sich selber machen und sind von, nee, stimmt nicht. Die sind von Platz 3 stabil auf 3 geblieben. Mm. Waren die letzte Woche auf 3? Ich dachte, die waren letzte Woche auch auf 1. Ich weiß gar nicht, waren die auf 1? Ja, ich glaube, die waren. Nee, müsste dann stimmen. Ich glaube jetzt ja, einfach den Dokument stimmen. Und ja, ist dann eiskalt stabil da geblieben. Aber guck mal, Vermissen ist jetzt leider draußen. Rest in Peace. Also nicht Rest in Peace, aber Rest in außerhalb Top 10. Aber ja, trotzdem noch so ein kleiner Sprung von 8 auf 11. Ne? Ja, ist ein kleiner Sprung. So kann man sowieso nichts sagen. 9 Wochen in den Top 10 so. Die haben abgerissen. Starke Leistung. Ist so. Shirin David hält sich auch eigentlich noch ein bisschen stark. Das ist auch nur von 6 auf 13 geht noch. Ja, oh, weil ich höre diese Track gar nicht mehr. Ich schwör's dir, wenn der angeht, ich krieg Hals. So, auch wenn ich den im Radio oder irgendwie nebenbei höre, denke ich mir so, nee, das ist ein Song, der nervt mich jetzt. Ich nehme mir nur Unnerv, yeah. Das ist ciao, Alter. Und hier, Summer Jam Gringo, Yalla Goodbye. Ich dachte, der geht vielleicht noch nach vorne. Yalla Good, auf keinen. Keiner hat mehr Bock auf nee. I Like to Move It, Move It. Spätestens seit hier, wie heißt der Film? Madagaskar. Madagaskar hat alles hochgenommen. Shirin, der erschien. Summer Jam wollte zurückbringen, hat nicht geschafft mit Gringo. Sierra Goodbye, will ich sagen. Deine Mutter im Crop Top. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Keine Sierra Kid Single ist gechartet und er ist aber mit seinen Zahlen eigentlich relativ erfolgreich. Er hat gepostet, sein Album ist gerade bei 3 Millionen Streams und das ist für einen Künstler in seiner Größe ist das extrem viel, Alter. Übertrieben viel, würde ich sagen. In der ersten Albumwoche 3 Millionen Streams auf sein Album und Platz 5, haben wir ja eh gesagt, ist krass für ihn. Der hat wahrscheinlich auch gut Boxen weggekriegt, also das sollte man nicht unterschätzen. Der Typ macht da auf jeden Fall stabile Zahlen, Alter. Ja. Also, ja, ja. So 3 Millionen so. Streams, die wünscht sich schon einer. Aber wie man sieht, das macht nichts in den Singlecharts, denn da hat der keinen einzigen Song drin. Würde mich aber auch überraschen, wenn das so gekommen wäre. Sollen wir zu den News jetzt hier, zum einzigen News-Thema? Ja, wir können zu den News. Ja, und da kam die offizielle Nachricht, dass Animus und Boss Music sich jetzt officially getrennt haben. Es kam ein Statement von Seiten Animus und damit haben wir auch die ersten Worte, seit Bayram war das, glaube ich, wo sich Animus zurückgezogen hat mit den Worten, ich gehe erstmal aus der Öffentlichkeit raus. Seither haben wir ihn nicht mehr gehört und das sind die ersten Worte aus seiner Instagram-Story, die ich euch einmal einfach vorlesen werde. Servus Leute, nur zur Info, ich habe meinen Vertrag bei Boss Musik nicht verlängert, da ich meinen eigenen Weg gehen möchte. Ich wünsche Azad offiziell und Boss Musik weiterhin alles Gute. Peace. Animus hat kein Profilbild. Der Text ist auf weiß geschrieben mit schwarzen Schreibmaschinenschrift, um so ein bisschen das Gefühl von der Nachricht auch noch hier wiederzugeben. Taka, was sagst du zur Nachricht? Ist das die Verkündung eine Überraschung für dich oder hast du es nur etwa so gesehen, dass das in Zukunft zu dieser Meldung kommt? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwann in Zukunft so kommt. Weil mich hat es auch erstmal gewundert, dass er überhaupt bei Boss Music war. Mhm. Animus, das war schon so. Also auch grundsätzlich, okay, als er generell Musik dort veröffentlicht hat, oder? Ja, okay. Erstmal so, da dachte ich so, okay, bei Boss Music mit Azad, alles klar. Erstmal so, und jetzt trennen sich. Ah, okay, alles klar. So, verstehen? Ja, das stimmt. So, schon. So ist das bei mir jetzt so. Ja. Das war jetzt nicht so, was? Animus bei Boss Music raus? Hä? Mhm. Film, so. Na,
Also irgendwie habe ich mir das gedacht, dass jemand kommt. Und ich kann mir auch vorstellen, durch diese Sachen, die da zum Rodeln gekommen sind mit Manuelsen und diese, hier, sag mal schnell, Junge, Cass, Track und alles, was da so rausgekommen ist, da gab es da intern bestimmt zwischen denen auch irgendwelche Filme bestimmt. 100%. Weil das hat ja schon auch nicht gepasst, dieser Beef mit Manuelsen, dass er da über die Frau kommt, weil der Boss-Lebe-Chef stand nicht mal hinter dem und hat ihm sogar gesagt, so ey, sowas muss man nicht bringen und so. Ja, und das war vielleicht dann so auch dieser so ein Moment, so Junge, ich sag dir, in deinem Fall besser tu es nicht und dann so in den Rücken fallen, so dem, dem, also dem Chef, also der Boss dem vom Label und ja, vielleicht hat das dann das da intern dann auch Stress gegeben. Wir sagen Tschüss miteinander in guten Worten, aber vielleicht innen drin so, Junge, Alter, was, ich hab dir doch gesagt, Alter, mach das nicht mit dem. So vielleicht. 100%, ich glaube auch, das ist, also es wird uns auf jeden Fall anders verkauft, als es abgelaufen ist. Vor allem auch, dass das, es wird so getan, als ob das so eine, ja, wir wollen unsere eigenen Wege gehen und so, als ob das so eine Entscheidung war. Wir wissen alle, warum es so weit ist und wäre es auch nicht zu diesen Streitigkeiten zwischen Manuelsen und Boss Music und König im Schatten versus Boss Music, dann wäre es heute ja unverändert gewesen. Da wäre jetzt Animus immer noch an der Seite von Azad und wahrscheinlich wäre Animus auch auf dem Azad-Album jetzt drauf. Ja. Also das ist wirklich nur durch die Aktion gekommen. Deswegen finde ich es auch lustig, wie er es verkauft in dem Post. Von wegen, ich habe meinen Vertrag nicht verlängert, weil ich meinen eigenen Weg gehen möchte. Dabei war noch vor kurzem halt dieser Boss-Music-Deal für ihn halt sein Traum, weil er bekanntlich ist halt so voll der Azad-Fan ist und Leben ist so sein Album, das hat er an der Wand kleben gehabt und dies, also das war ein Lebenstraum, den er sich damit erfüllt hat mit dem Signing. Also klingt das erstmal ein bisschen komisch, wenn du einfach sagst, ja, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich habe diesen Boss Music da kurz gemacht, ich habe ein Album da released. Lass mich mal meinen eigenen Weg gehen. Nein, es ist, wir wissen alle, warum es so weit ist und ist auch verständlich und wir haben es auch schon erwartet und eigentlich dachte ich eh schon, dass es so ist. Also die Meldung hätte ich fast noch nicht mal von ihm gebraucht. Da hätte es einfach gereicht, wenn die in dem nächsten Interview von Azad sagen, nee, der ist nicht mehr bei uns. Da hätte man jetzt nicht noch so ein Statement machen müssen. Ist so. Aber gut, dass sie es wenigstens so ruhig austragen und jetzt nicht Azad auf sein Album sagt, Animus, du Ratte, warum hast du gesagt, dass mein Text bei Next Level von dir war und noch die nächsten Streitigkeiten da entstehen. Ich bin nur immer noch sehr, 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 sehr gespannt darauf, wie Animus und ob Animus überhaupt zurückkommt. Das ist wirklich die nächste Frage. Das ist wirklich die nächste Frage. Ja, wie will er neu anfangen? Wo will er neu anfangen? Mhm. Das ist auch eine Frage, ob er vielleicht was alleine ist. Alleine. Also in seinem Fall wäre es besser, jetzt überhaupt ganz alleine einfach jetzt was aufzubauen. Ja, macht Beast Mode Records und dann irgendwie wieder sein Fleisch-Fitness-Film und damit halt so seine Mucke. Würde ich auch sagen, so, weil wo soll er denn hin? Wer will ihn jetzt noch aufnehmen nach so einem Film? Ich glaube, so campmäßig wird das nichts. Der wird bestimmt irgendwo einen Vertriebsdeal haben und dann komplett allein seine Dings durchziehen und die Animus Hardcore-Fans werden sich die Sachen geben. So. Aber ich glaube, allgemein und Deutschrap-Standing-technisch wird sehr schwer, da irgendwie seinen Ruf herzustellen und auch so, dass man sich so denkt, Animus, krasse Nummer. Weil der war ja schon mal an einem Tiefpunkt und aus dem hat ja Manuelsen ihm quasi rausgeholfen. Und jetzt hat er ihn da wieder in Sofa reingehauen mäßig. Nein, Spaß beiseite. Aber auf jeden Fall hat er den da wieder in dieses Loch da reingepackt. Und ich glaube alleine, guck mal, was könnte denn, ich glaube, der könnte sogar so nach der Pause sogar mit dem Album rauskommen, so 11 Tracks, das ist so Leben-Level, das ist so Deutschrap-Classic, das würden trotzdem alle kaputt machen und sich darüber lustig machen, oder? Ja, also vielleicht ist das sogar so ein Mittelding, dass welche das dann feiern und ihn trotzdem pushen, aber dann kommt auch die Hälfte dann Gegenstrom, so nach dem Motto, den richtig down machen, so. Aber interessant wäre es, wenn er ein Album machen würde, aus dem Nix kommen würde und genau die Themen behandeln würde, wo er so ein bisschen in der Kritik steht und das einfach mal auf Musikebene erklären. Und so, oder ja, weißt du, sowas wäre geil. Sowas wäre geil. Ja, weil das kann er. Dafür schätze ich ihn auch ein. So. Der ist so ein Schreiber, der könnte sowas machen. Ich glaube, das wäre so vielleicht so ein Ansatz. Ja, das wäre so, das wäre Dings gewesen hier. Hätte Casey Rebel das gemacht nach PA Sports. 100%. Sowas ist das, genau dasselbe. Genau, das ist es. Hätte er das gemacht. Ja, und das hat Casey nicht gemacht. So ein Album, wo er ein bisschen, und das hat Casey nicht gemacht. Wenn Animus das auch so jetzt ruhig stehen lässt, was auch verständlich ist, weil man sowieso weiß,
wieso er da Lean Back gemacht hat da am Sofa. Das ist ein bisschen was anderes, weil, ne? Ja, safe. Weil bei PA Sports hat ein heftiges Statement ausgegeben, aber von Casey kam einfach nichts. Ja. Das da, ja, aber Casey konnte sich das auch erlauben, weil er die Zahlen hat. Animus kann nicht auf Reichweite mäßig kommen, einfach den nächsten Chart-Hit machen, so, weißt du, deswegen. Ja, das stimmt auch. Ja, ich bin dann schauen wir mal, was dann auf uns zukommt oder ob Animus seine Karriere wie Bushido an Nagel hängt. Ja, wer weiß, wer weiß. Zwei Rapper jetzt aus dem Business raus vielleicht oder so, keine Ahnung. Willkommen im Borderland! Wollen wir zu den Releases kommen? Ja. Ja, Mann. Machen wir Skip, kommt zu den Releases und da machen wir den Start natürlich wie immer mit den Singles, die ab morgen auch in meiner Insta-Story bewertet werden. Deshalb mir gerne bei Instagram folgen, Teddy Films, TADYFILMS. Dort gibt es jeden Tag Votings zu diversen Songs und Alben, damit wir die Fresh or Less Charts führen können. Machen wir doch einfach den Start mit der ersten Single, Tommy mit Sirenen. Tommy Sänger aus dem 385i-Umfeld und Capo-Umfeld da. Also ich habe irgendwie sein Oh du, hör mir mal bitte zu. Mit Asimemo, den Track habe ich irgendwie gerade im Kopf, wenn ich an Tommy denke. Tommy mit Sirenen ist dann eine Nummer, die du wie findest, Tucker? Was sagst du zu der Nummer? Sirenen. Ja, ich glaube, ich habe die, glaube ich, also zwei, dreimal gehört. Mhm. Ja, beim ersten Mal denkt man so, das ist wieder diese Mucke da, wo ich jetzt schon langsam auf versuche, so mit Anstrengung zuzuhören, weil dieser Beat dann dieses... So weiß ich nicht, ey. Und mit diesen, das hatte so... Dieses Mainstream-mäßige. Ja, 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 dieses einfach die... Genau, genau. Ah, dann bin ich auch immer draußen so. Und dann hatte das auch noch so diese orientalischen Vibes, die auch so, das ist auch nicht immer so ganz meins, so musikalisch. Also ich konnte der Nummer nichts gewinnen, ich würde da Lech sagen, was sagst du? Ja, und bei mir ist das so, dann habe ich das beim zweiten Mal gehört, dann dachte ich mir so, okay, kann man sich langsam anfangen. Beim dritten Mal habe ich dann gesagt, ja, ist okay so. Ist okay, ist wie... Ja, die Thematik, der Text, der Titel sagt es ja schon, ja, Sirenen. Sirenen. Halt, dass welche so vom Bullen abhauen und so, dass die dann in der Street das erlebt haben und so. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, und dem Track wollte ich dann wirklich ein Okay aufdrücken. Oha. Also kannst du auch was mit seinem Gesangsstil anfangen, weil ich finde den ein bisschen Film. Sein Gesangsstil geht. Ne? Ja, Gesichter! Okay, okay. Der wollte was. Aber ich weiß, dass er seine Dings-Leute hat, die hier die orientalische Richtung, die feiern den bestimmt mit dieser Stimme. Ah. Sirenen. 100%. Ja, das kann, ja, stimmt, das ist wahrscheinlich die Richtung. Aber, wahrscheinlich gefällt es mir deswegen auch nicht so. Ja, ich bin auf jeden Fall da dann auf ein Okay gekommen. So. Ich komme auf einen Lech, Alter. Das ist eine Nummer, wenn die angeht, dann ist mein hier, dann ist dieser Affe im Kopf, dieses Tss, 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 und dann kriegst du auch nicht mehr raus. So. Die läuft einfach durch mein Ohr durch. Und so gehen wir auch weiter zu Moody und da kann ich das Gleiche wieder rausgeben. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir nehmen Moody oft rein. Ich glaube, der hat noch nie ein Okay oder so bekommen, weil der ist halt ein bisschen Film, ohne Witz. Shams von also Moody ist, Alter, auch das Wort Shams ist einfach lustig im Chorus so ein bisschen, ne, weil das so komisch klingt. Ja. Du bist meine Shams. Ich dachte die ganze Zeit immer an Shrimps. Dachte immer an Shrimps irgendwie, keine Ahnung. Sie ist eine Shrimps. Die Pausen immer, ne? Sie ist meine Shams. Die Pausen immer so. Sie ist meine Shams. Aber wenn er mit dem Text anfängt, also beim Part, boah. Wollen wir mal kurz lesen? Allgemein diese Betonung, dieses. Und dieser Wort so wie Engin früher von Dings. Takle, ne? Ja, so dieses so. Dieses, die Endung immer auch heftig zu betonen, so. Du bist meine Liebe. Ja. Dieses, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Das feiere ich nicht so. Ich mach mal hier, guck mal, Text. Habibte, du bist mein Sonnenlicht. Jeder Tag mit dir ist etwas Besonderes. Glaub mir, bevor du in mein Leben kamst und dein Vater uns beiden seinen Segen gab, war ich am Ende, am Ende wie ein Tunnelblick. Das macht gar keinen Sinn, oder? Ich war am Ende nicht. Wie ein Tunnelblick. Das macht keinen Sinn. Nee, warte, ich war am Ende wie ein Tunnel. Nee, das macht einfach. Der meint das Licht am Ende des Tunnels, also so mäßig, aber ja, nicht. Ja, so meint er, aber das hat er falsch formuliert. Ja. Wie ein Tunnelblick ging nie den geraden Weg, wenn es auch Krummen gibt. Wenn es auch den Krummen gibt. Okay. Ach so. Okay. Ich war geblendet nicht vom Licht, nur vom Schatten. In einer Welt ohne dich gab es nichts zu lachen. Mamas Tränen rennen immer noch auf meiner Wange, in einem Alter, wo ich nicht mal echte Sorgen kannte. Baba sagte, das alles ist Maktub,
das kann ich nicht lesen, Subnala und danke an Fragezeichen. Wusste Genius nicht mal. Also es ist wieder ein Liebestrack. Ich glaube, der macht nur Liebestrack und hat auch so damit so seine Community. Mich kriegt er damit nicht. Ich gebe da full Lech, Alter. Das ja, ist ich meine Champs. Auch aber so wie eine Frage, so wie Alter. Du das liest, guck mal, wenn du das liest, geht, dann ging das ja. Das war jetzt nicht so ein ist langweiliger Text, ist jetzt auch nicht was Besonderes, aber wie er das rappt und betont, das meine ich. Das ist so dieses das ist einfach so nicht rappermäßig ein bisschen, ne? Ja, das feiere ich nicht, das ist nicht so meins. Und deswegen, ja, Lech von mir auch. Sie ist seine Schrimps. Sie ist meine Schrimps. Sie ist meine Schrimps, Alter. Ja, meine Meeresfrüchte. Mann. Joey Bargeld mit Fast nichts an. Haben wir an nächster Stelle so ein bisschen Magic Jordan-Vibes wieder. Da, wo die 80s, 70s-Vibes kommen. So à la Bowser, Fick My Life-mäßig. Ich fand das irgendwie sehr interessant. Du hast Fast nicht an. Und Joey Bargeld ist ja auch so ein bisschen assig immer unterwegs. Und hat hier für sich halt eine komplett neue Nummer gemacht. Irgendwie feiere ich das. Ich glaube, ich würde dem sogar ein Fresh aufkriegen. Ne? Ja, was sagst du? Ey, ich wollte auch einen Fresh und das hat auf jeden Fall was, Alter. Riecht rausgestochen, bockte sich voll irgendwie. Ja, und das könnte auch aus, also das müsste nicht mal von heute sein. Das könnte ein richtig alter Song sein. Ja, Mann, ey. Und das hat mir, dieser Beat einfach ja. Auch. Und auch wieder singt einfach. Der war richtig geil, so von früher, ja. Dieses mit, dieses, weiß nicht, so oldschool-mäßig, ja, ne? So Falco, Malco, irgendwie sowas in der Ecke. Ja, aber ballert. Ist so. Könnte man, ey, das wäre also, geil, so featuring Apache 207. Der wäre das ein Hit. Ja, ist Mann. So. Ist so. Ich feiere das. Ja, ich feiere das. Fresh, ich gebe auch ein Fresh. Ja, ist natürlich gar kein Rap so mäßig, aber ich find musikalisch ist das so ein Ding. Ich würde es anmachen und staubsaugen. Das ist auf jeden Fall ein guter Launemacher, Alter. Gehen wir weiter. Shadow 030 mit GDS. Ich habe vergessen, wofür die Initialen stehen. Weißt du, wofür GDS steht? Warte mal. Gott des Schattens? Nein, warte. Nee, irgendwie mal. Gauner der Straßen. Ja, Gauner der Straßen. Ja. Ja. Also der hat da wieder seine Sing-Sang-Shadow 030-artige Performance-Ebene in der Hook wieder eingebaut. Ich fand, der kommt irgendwie oft mit dieser Latino-Gitarre auch, ne? Ja, das kommt oft vor. Und dann halt, was er oft macht, auch irgendwie fühlt sich das an wie schon mal so Tracks, die man gehört ja, hat. Ja, wie dieses Dejos, da hat er doch auch so einen Latino-Track gemacht und auch Gauner, irgendwas mit Bösewicht ja, oder so. Ja, Desperado ja, oder so. Ich feiere das bei ihm. Ja, ich weiß nicht mehr, wie das andere hieß. Aber er hat bestimmt zwei oder, also einen mindestens auf jeden Fall einen Track, das hört sich fast genauso ja, an. So. Ja. So dieser Aufbau und alles und die Thematik und so. Gauner der Straße. Ja. Klar, ich feiere das. Aber der Beat ist auch so ein bisschen so, wenn der anfängt, dieses dünn, 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 das klingt auch so wie... Findest du schlimm? Nein, aber das ist so, wenn der Beat anfängt, das klingt wieder so wie Ecke Raff so. Und das ist halt so voll der durchgelutschte, gekaute Sound mäßig. Dann kommt wieder der Affe im Kopf so. Da bin ich meistens immer raus, deswegen ist das so... Ich würde da nicht über ein Okay gehen. Also auch vor allem so vielleicht sogar eine Tendenz zu Lech aussprechen, einfach weil er den Song schon mal gemacht hat. Ja, ich wäre jetzt auch nicht übers Okay. Also Okay ist der Track auf jeden Fall, weil das halt bei mir gefühlt der zweite oder dritte Track ist. Ja. Auch dieses hier, dieses Butterfly-Tasche-Messer, dies, das und so. Ja. Ich bin besser. Ja. Aber diese eine Zeile fand ich geil, so dieses, wo er sagt, dass man sagt, Geld ist nicht das Wichtigste, aber das sagen nur Leute, die genug davon haben. So. Ja, 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 ja. Das fand ich geil, so, dass er das so gesagt hat. So, ja. Weil das stimmt auch so. Geld ist nicht das Wichtigste, nur die Leute, die immer genug oder richtig viel haben, sagen sowas. Ja, weil die nicht meistens mal an Geld denken müssen, so mäßig. Ja, genau. Wenn du, ja, das ist so meistens. So. Ja, aber das fand ich geil, aber ich gebe den Track auf jeden Fall okay. Ja, ich lasse auch die Tendenz weg. Bleiben wir beim okay. Nur halt die Anmerkung, der Beat, wenn solche Beats anfangen, ist immer so, way. Das war so wie hier. Irgendein Song von PA Sports und Raff und Bones habe ich im Kopf. Sie ist ein Entertainer, Mama Nabla Leila. Das war auch ein bisschen so der Vibe. So, dünn, ja, dünn, 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 dünn. Ach komm, hör auf, Alter. Komm, wir gehen erstmal weiter zu Bad Chief und Jamule mit No Way. No Way, No Way. Also ich muss sagen, dieser Bad Chief, ich würde so von den Skills, also gemessen daran würde ich so sagen, der rappt nicht lange, weil sein Part klingt irgendwie richtig Standard. Ja, ja. Aber er hat den Vibe gecatcht und ein gutes Feature ausgewählt. Was sagst du, Tucker? Ja, genau dasselbe wollte ich auch sagen, so. Klar sticht Jamule krass raus. Übertrieben, der macht das direkt zu seiner Nummer so. Ist so, aber halt,
Ja, wie du das schon gesagt hast, so, der hat daraus was gemacht, der Bitch. Ist jetzt, ich musste auf jeden Fall einen anderen Track mal wieder, also von ihm, also ich musste einen Track auf jeden Fall von ihm mal alleine hören, um zu wissen, wie er dann wirklich so allein, weil es könnte vorkommen, dass er dann alleine, dann merkt man so, alleine ist ja nichts Besonderes, ey. Ja, weil ich kann. Also, weil das. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sehe gerade, das ist ein Signing von Dings, von hier, von Crow. Ach was. Ja, weil True Works nicht. Records müsste das Label von Crow sein. Ja, dann läuft. Ja, also der Vibe und so, das passt alles. Ist sehr neu, das modern, Ami inspiriert. Bounce Brothers haben sogar produziert. Ey, sehr, sehr gutes Produzententeam. Aber wenn du dir den Part anguckst, das ist so, boah, Freestyle-Rap, diese jeder Tag Flex, kein Fake-Shit. Alle tragen nur noch Reflective. Nenn ja, mich Inspector Gadget. Song ist fast fertig, fehlen nur noch Ad-Libs. Balle mit den Jungs ohne Sorries. Late-Night-Sip in der Lobby. Also Lobby of Sorry, Alter, ist so, boah, das sind so diese Reime, wo Eminem sagen würde, kann man nicht bringen. Mache dieses Game zu meinem Hobby. Oh, Hobby hat er auch noch gebracht. Hast du Stress, Digga? Please don't ever call me. Okay, das ist so, weißt du. 8000 Leute an meinem Hals hängen. Du, Hals hängen? Ich weiß ja auch nicht. Hä, verstehe ich nicht ganz. 8000 Leute an meinem Hals hängen. Du hängst immer nur ab mit den Fallschirmen. Immer noch in Hoodies, wenn ich alt bin. Egal, wo ich auch bin, ich setz ein Zeichen. Guck, so dieses Freestyle-mäßige, so, weißt du? Ich bin alt bin, egal, wo ich bin, ich setz ein Zeichen. So, die Zeile hat gar keinen Sinn, so an dem Platz, aber man sagt die, weil es sich reimt und der Part fertig ist jetzt, so, weißt du? Aber ja, egal. Aber ich will trotzdem okay sagen. Ich will okay sagen, genau. Fresh hätte ich nicht gegeben, ich gebe auf jeden Fall okay. Ja, Vibes gut, Beat ist gut, kann man fresh geben. Gehen wir mal weiter zu Millionär featuring Jizzes mit Keine große Sache. Sollen wir da einen Skip machen und das einfach im Albumblock besprechen mit Jizzes? Ja, Mann, machen wir einen Skit. Ja, Mann, machen wir Skit wie Skip und Bip und machen da einfach mal den Sprung zu SDK mit Sonus 030 und Heute Nacht. Die haben da, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit 16 Bars da ein Format gemacht, wo die innerhalb von 6 Stunden, glaube ich, einen Song und ein Video gemacht haben. Also ich habe das nur gesehen, dass da, bevor... Also ich habe das Video angeguckt und danach gab es da noch so einen Clip, da wo man dann, da stand halt dann, dass sie das in 6 Stunden, also yeah. Video und Track, und da habe ich, aber ich habe es nicht geguckt, aber da habe ich mir schon gedacht, okay, da haben die diesen Song und Video dann in 6 Stunden alles gemacht. Also ist das jetzt so ein Konzept von denen oder was? Wahrscheinlich, powered by Jägermeister-mäßig. Aha. Aber ich finde, wenn dann ein interessantes Format, und man sieht hier, dass SDK einfach mal gezeigt hat, dass es machbar ist, innerhalb von 6 Stunden einfach mal so eine gesamte Playlist der Woche hops zu nehmen und so einen herausstechenden Song zu machen. Weil ich finde den mit der Woche so, ist einer der Herausreißer. Also ich fand den nice. Der ist geil. Ja, der ist geil. Nice. Ja. Und dann in 6 Stunden hinbekommen, ja, läuft. Hat die einfach alle hochgenommen. Man weiß nicht, wie lange die anderen an ihren Tracks saßen, aber es ist also möglich, in 6 Stunden den herausstechenden Song am Freitag zu machen. Hat SDK geschafft mit Sonus zusammen. Props auch für den Beat vor allem. Ich finde es als Gesamtpaket geil. Die Hook ist geil. Dieses Ja. Es könnte auch eine Nummer sein von, darauf hat mich meine Freundin hingewiesen, könnte auch eine Nummer von Dings von Bowser sein. Das klingt wirklich so. Ja. Ne? Ja. Mhm. Der auch den Vibe so ein bisschen hat, was du Liebe nennst, so ein bisschen so der Vibe, so ein bisschen. Aber ich sag fresh, was sagst du? Ich sag auch fresh auf jeden Fall. Ja, Mann. Nice, Alter. Wollen wir direkt skippen zu Entertainment oder was? Ja, hey. Aber sollen wir das auf dann auch im Album dann, ne, erwähnen? Ach so, oder? Kam das jetzt diese Woche? Weil ich hatte irgendwie in den Notizen dann, als ich nachgeguckt habe, gesehen, dass das letzte Woche kam. Aber nee, dann lass das... Ach so, ich weiß gar nicht. Nee, dann lass das am besten im Albumblock besprechen und über die Teufel, Mantel-EP reden. Teufel-EP. Ich glaube, Teufel war irgendwie sein Album, glaube ich. Dann machen wir da einfach mal einen Skip und kommen gleich zu Entertainment, wenn es zu den Alben geht. Dann machen wir erstmal einen Skip und reden über GFM und Majo mit Meine Jungs in Ghetto wie Marseille. Also Majo Rumschreier. Ey, hast du auch gesagt jetzt, ne? Was hast du gesagt? Ja. Farid Bang, ne? Farid Bang habe ich gerade gesagt. 100%, das klingt wie Farid. Autotune Farid. Ne? Ja. Ich höre, ich dachte da so, Junge, Alter, hat da jetzt Farid Bang so eine kleine Spur da links von seinem Gesang reingemacht. Ist so. Ich dachte echt. Meine Jungs in Ghetto, okay. Das klingt wie hier, Baby, ich täusche niemals an oder irgendwie sowas. Aber wie findest du die Parts? Wie findest du die Parts und das Zusammenspiel aus den beiden und generell das Gesamtding? Willst du Fresh geben, okay, oder Lash?
ganz ehrlich, wenn ich, also Beats sage ich, finde ich geil. Da kann man richtig was drauf machen, ja, Alter. Ja. Da kann man richtig geil drauf flexen, auf jeden Fall. Ich finde GFM stimmmäßig schon mal gut. Fand, ja, ich habe ja das Album, was er letztens gepumpt hat, gefeiert. Mhm. Er ist richtig, ich finde auch, der ist guter Street-Rapper. Ja, Mann, der ballert gut durch die Nummern und hat eine passende Stimme dafür. Finde ich. So, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube, Macho geht bei dem sogar ein bisschen unter. Mhm. Habe ich das Gefühl. Aber ich finde, der hat einen chilligen Street-Rap-Party hingelegt, finde ich. Aber das war jetzt nichts Krasses. Mm. Aber ich fand, das war auf jeden Fall okay. Und hast du das Video gesehen oder wie die Resonanz denn bei YouTube ist, so wegen den Klicks, Alter? Mario bringt gar nichts, für dass man so mehr Klicks jetzt kriegt, so, so, wenn man den als Feature nimmt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ein Video rauskommt. Ich weiß nicht mehr, da hat er jetzt vielleicht maximal 10.000 oder wenn überhaupt so. Oha, Klicks. Okay, wir gucken mal. Also, guck mal, wenn du Zeit hast. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht so dieses, du machst mit Majo ein Feature, auf einmal geht das in die Decke, so, weißt du, was ich meine? Oh, 19.000 Aufrufe. Guck, so, ganz easy so, seit Freitag. Auf dem Chapter One-Kanal sogar, auf Label-Kanal, deswegen, okay, ja, ist interessant, auf jeden Fall. Meine Jungs sind ja Ghetto, so wie man... Ist, aber ich gebe den Track trotzdem ein Fresh, wa? Ja, ich gehe nicht über ein Okay, weil ich finde die Hook schon nervig, Alter. Ja, die Hook ist, aber der fängt ja chillig an mit diesen, ne? Nur dieses, das ist halt so, ja. Film, bei dem, an dem ganzen Track, aber so, trotzdem werde ich den, glaube ich, noch öfters pumpen. Ja, Mann, ich überlege gerade, nee, ich kann nicht Fresh geben. Ich könnte jetzt nicht mit Auto rumfahren und Fenster runter machen, wenn der läuft. Das ist auch so. Immer leise machen bei der Stelle. Ja, ist so, bei der Stelle immer leise machen bei Ampel und darauf achten, dass keiner guckt. Okay, du okay, ich fresh. Yes, gucken wir, ob es so weitergeht. Dann haben wir BK mit Knockout. Der haut da auf jeden Fall fleißig Dinger raus, ist am Hustlen, der Junge. Was sagst du zu BK und Knockout? Ist das eine Nummer, die jetzt verglichen auch zu den anderen Nummern so ein Rausreißer ist, so ein Herausstechen und geil ist? Oder eher von der Sparte, ah, komm, da hast du besseres Material. Erzähl. Nö, ich finde auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Mhm. Und ich finde auch, irgendwie habe ich das Gefühl, er probiert halt jetzt mit den Singles jetzt was anderes aus, Alter. Der ist ein bisschen, also ist auf jeden Fall ein anderer. Also er ist kein Blut und Kasse, er ist wirklich ein BK. Also, ah ja, so wie soll ich das, seit dem Namensänderung so ein bisschen, ne? Kommen ja neue Sachen dazu. Ja, habe ich das Gefühl, ja, kommen so ganz andere Sachen, so die ich nicht so typisch von ihm finde, vom BK auf jeden Fall. Mhm. So merkt man ja schon bei Baller merkt man das. Jetzt Knockout, man merkt, das sind so auf jeden Fall nicht typisch, also Blut und Kass, also, ne, das sind nicht seine Nummern. Mhm. Aber ich muss sagen, weil er textmäßig stark ist und er hat jetzt Autotune halt benutzt, aber wegen dem textmäßigen und wie er das alles so einsetzt, finde ich das trotzdem, das ist eine frische Nummer. Also er kriegt das auf jeden Fall gut hin. Er ist nicht diese Autotune eine Rapper, die dann halt auf den Text nicht achten und dann halt auf Beat gut und lass gehen, sondern er setzt sich hin, schreibt guten Text, macht, nutzt das Autotune auch gut aus und der Beat ist geil und deswegen im gesamten Paket gebe ich der Nummer trotzdem einen Fresh. Okay. Ja, man, hast voll recht. Was sagst ja, du? Ja, hast voll recht, weil bei ihm merkt man halt, er ist halt ein MC und weiß, wie man schreibt und ist halt ein guter Rapper so, ne? Und ich bin in erster Linie halt Fan bei ihm. Ja. Und das ist halt auch so eine Nummer, da holt er mich mit nicht ganz ab, weil das auch so ein Ding ist, wo ich mir denke, okay, warum jetzt das auskoppeln, weil das nicht so direkt so klingt wie so ein Ding, was man an einem Freitag raushaut als einzelnes Ding. Das ist so, das wäre so ein Track, der auf dem Album gut so für die Ruhephase sorgt, so ein Track, der so inmitten von 13 anderen oder so auf jeden Fall nice kommt, aber als einzelnes Single ist der mir ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Also ich finde es gut, dass er viel ausprobiert mit den neuen Singles. Shoutout raus an dich hier, ey. Aber das ist jetzt so eine Nummer, wenn ich ehrlich bin, ist jetzt so, die würde ich mir jetzt nicht unbedingt anmachen zum rauf-runterhören. Da waren jetzt in der Vergangenheit, oder auch zum Beispiel Balla Balla, wäre jetzt auch so eine Nummer, die ich vielleicht eher anmachen würde. Einfach weil der noch launiger, noch mehr nach vorne geht so. Und der ist halt noch ein bisschen gechillter. Aber ist trotzdem ein guter Song von BK, so ein solider Song. Okay. Tendenz zu Fresh kann man aber da auf jeden Fall geben, weil da ist noch ein Beat-Switch am Ende und so, der ist aufwendig gemacht. Guter Beat. Okay, Tendenz zu Fresh. Ey. Aber du hast schon recht, aber ich würde mir auch jetzt wünschen beim nächsten Mal, dass er beim Track so richtig so nach vorne so wie ich, weißt du, auf die Fresse. Ja, so wie Hits oder BK, so. Du weißt, ja. So, ja, genau, so wie jetzt sowas, ja. Beste, Alter, das wäre Beste. Shoutouts raus, Alter. Shoutouts raus am BK. Ja.
Baller, baller, baller. Und ruhig weiter so, vor allem auch so dieses verschiedene Ausprobieren am Freitag droppen, einfach mal das, dies, das, warum nicht. Geil, finde ich gut. Geil. Witzig aus. Nazar mit R haben wir jetzt wieder hier zurück. Nazar, der mit seinem letzten Album, glaube ich, so ein bisschen gefloppt ist. Ich gucke hier gleich mal, ob ich die Chartplatzierung herausfinde. Aber das war auf jeden Fall irgendwie so ein Thema, sein letztes Album. Und kommt da mit einer neuen Single, wo ich mich ehrlich gesagt auch frage, warum der Song jetzt kommt. Mm. Oder was sagst du, Taka, zu R von Nazar? Ich dachte auch so jetzt, also es kam so, also haben genug MCs, die jetzt so welche Tracks droppen und die da sozusagen einen Namen dafür haben, so, ne? Mhm. Weil das ist ein Track, so gefühlt, dass man auch schon von anderen Künstlern so hört. Weiß nicht, du weißt, was ich meine, so die Art. Like eher so, warum jetzt Nazar jetzt zurückkommt, oder was heißt zurückkommt, aber jetzt kommt mit dem Song auch noch so, weißt du, so. Ja, und ich muss es mir nicht von Nazar so geben, so ein Track, finde ich. Mhm. Deswegen habe ich das schon mit so einem halben, so mit zwei halbe Ohren so hingehört. Ja. Und dann, als ich so, so mitbekommen, also so gekriegt habe, also wie halt so die Text so mäßig so, was er da schreibt und so, fand ich das jetzt nicht so rausstechend. So, wenn du weißt, dass du in der letzten Phase so, eigentlich auch im letzten Album hat er auch so Tracks, die so, so klingen, so die Art. Ja, halt. Der könnte auch auf dem letzten Album gewesen sein, der Song jetzt. Ja, und wenn du dann schon merkst, so, dass du halt beim die Resonanz beim letzten Album nicht so toll war und dass es dir nicht so gefallen hat, warum kommst du jetzt mit, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Promophase ist vom neuen Album, aber wieso kommst du dann mit so einem Track, dann würde ich eher raten, für denken, besser mit einem anderen Track zu kommen. Und ich weiß nicht, ich gebe den Track aber okay, Tendenz zu Lech. Mhm. Weil Lech ist es jetzt nicht, aber halt Nazar kenne ich anders. Ja, ich gehe da auch mit dir. Aber wenn ich überlege, es gab eine Phase, da war ich richtig, also was heißt richtig Fan, aber ich habe da Nazar gefeiert, Alter. Aber richtig. Und ich weiß nicht, warum der über die Zeit sich nicht so bei mir gehalten hat. Einfach wahrscheinlich, weil er immer das Gleiche gemacht hat nach einer Zeit. 2000 und wann war das? Mit seinem Fucker-Album. 2011 war das. Ich habe das so übertrieben gefeiert. Und bis heute wäre das so ein Album, wo ich sage, das ist so ein persönlicher Klassiker in meinen Augen. Das Fucker-Album von Nazar. Aber das letzte hat mich komplett kalt gelassen. Und jetzt mit der Single denke ich mir, das nächste wird dann halt auch in ähnlichen Tonspielen, sage ich jetzt mal. Letzte Album ist übrigens, habe ich jetzt rausgefunden, auf Platz 15 gechartet, also doch nicht so schlimm, wie ich jetzt das so angeredet habe. Aber verglichen zu ihm ist das auf jeden Fall eine fallende Kurve. Aber nee, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so eine Nummer, die ich jetzt so von ihm brauche, so mäßig. Deswegen auch okay, Tendenz zu Lech. Schade, Alter, schade. Aber ich habe gesehen, das ist auf jeden Fall die erste Single zum nächsten Album, weil bei Apple Music steht der Track unter dem Albumnamen Schwarzer Schleier. Das heißt, das Album steht wohl an. Läuft. Kommt wo an. Also ist als erste Single dann eigentlich nochmal Kritikpunkt, eigentlich zu schwach. Ja. Und ohne Video eh komisch. Naja. Weiter geht's mit Xavier Naidoo featuring Motrip mit Gute Zeiten. Sorgt der Song bei dir für gute Zeiten oder ist der eher zu kitschig so ein bisschen, Alter? Weil der ist schon grenzwertig, muss man ehrlich sagen. Aber wie sah's bei dir aus? Ja, der ist auf jeden Fall, also das ist ein, auf jeden Fall, wenn du den Track mit Contra K vergleichst, ist der auf jeden Fall sehr kitschig. Ja, der ist noch kitschiger, weil er so bum, dun, 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 ja, bum, das ist auf jeden Fall Pop, sehr, sehr poplastig, extrem poplastig. Also er ist ja ein Xavier Naidoo, ist ja ein Pop-Künstler und Motrip ist jetzt halt da auf das Boot mit draufgesprungen und das ist auf jeden Fall eine Differenz zwischen den Track mit Contra K. Ja. Und ja, der ist jetzt nicht schlecht, aber der ist jetzt auch ein Track, den ich jetzt, obwohl Motrip jetzt drauf ist, nicht jetzt oft pumpen werde, ne? Weil das ist mir zu poplastig, zu pop. Ja. Ich würde auch, ich würde da niemals über ein Okay gehen, weil das genau aus dem Grund, das ist so ein Beat, über den Beat könnte auch Miley Cyrus oder Katy Perry singen oder so. Genau. Hör ich nicht. Das ist mir auf jeden Fall, ist auf jeden Fall okay. Ja, ist okay. Motrip hat einen guten Part geschrieben, aber dass er ein guter Schreiber ist, muss man gar nicht erwähnen. Das ist Standard. Ja, Standard, Alter. Bei dem. Was nicht Standard ist, sind die nächsten zwei Kandidaten. Du hast auch okay gegeben, ne? Ja, Mann. Bei Motrip und Xavier, also okay, nee. Ja. Okay, die nächste Konstellation ist nicht Standard. 8-4 Featuring Kool Savas mit Rolle über Hip-Hop. Das war eine Überraschung, wa? Ich schwöre, ich war schockt. Alter, wie kam das zustande? Ich weiß nicht warum, aber ich war schon, Mann, erstens, wie kam das zustande und dann überhaupt, was Savas für einen Text rausgehauen hat. Ist so. So thematikmäßig und so,
Also ja klar, man kennt ihn von früher, aber so dieses so offensichtlich, so dieses mit Blasen, dies, das und so, weiß nicht, so richtig dreckiges Rap wieder so. Ja. So, weiß nicht. Und damit 8-4? Ist so okay. Die Kombination hätte ich niemals, hätte mir vorher jemand gesagt, so, ey, in 2 Wochen kommt ein Track von 8-4 und Kusawa, hätte ich gesagt, laber mal keinen Scheiß, Junge, Alter. Ja. So, weißt du. Aber geil, ey, ganz ehrlich, ich fand's nice. Ja. Der Beat ist jetzt ein bisschen so okay, bisschen hektisch so, also geschmacklich jetzt nicht ganz meins, aber die haben den schon gut bearbeitet und den schon zu so einer Maschine gemacht. Also ist ein geiler Maschinentrack und Savage ist halt Savage. Savage ist Savage. Junge, der Track ist krass, Alter. Ich dachte, was ist los, ey? Auf jeden Fall fresh von mir. Ja, Mann, fresh. Geh mal weiter von dem Track zur nächsten Konstellation, die erstmal komisch scheint. Stormzy hat da einen Remix mit Bowser und Capo zu seinem Vossi Bob Track gemacht. Kanntest du den Song vorher? Ja, ich habe den einmal schon mal gehört. Der müsste gut geklickt worden bei YouTube, ne? Ja? Ich kannte den gar nicht vorher, Alter. Ist das UK-Rapper Stormzy? Ja, ne? Ja. I want you when they talk, but they don't know. Ja, so, das sind diese Aussprachen. Ja, ja, der ist das, ja. Ich habe sogar, ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte, ein Album von dem habe ich, du hast den nicht so auf dem Schirm, ne? Nee, ich kenne den nur von diesem, kennst du dieses Video, wo da gegen den kleinen Jungen da battelt? Ja, Mann, ja, Mann. What? You're not even 10 jetzt. You can't even bench press, Junge, ich habe mich kaputt gelacht. Also ich kenne so vereinzelt Sachen von dem, aber so, ich habe noch nie ein Album gehört oder so. Und wie fandest du so? Bowser hat dann Chilling Party gelegt, wa? Ja, und ist auch sehr Rap, also ist halt ein Rap-lastiger Song, deswegen generell geil, der Beat ist krass. Und ich habe jetzt das Original angeklickt, 46 Millionen Klicks, Alter, also es läuft und seit 2 Monaten erst online. Was? Stimmt gar nicht, das ist hier April rausgekommen, was für 2 Monate. Auf jeden Fall, ich feiere den Track irgendwie, ist ein gutes Ding, obwohl man da beim Mix merkt, halt, dass die Parts komplett verschieden klingen. Safe. Wer hat dir den besseren Part, Capo oder Bowser, deine Meinung nach? Boah, schwer zu sagen, Alter. Weil das sind so zwei verschiedene, voll unterschiedlich, ey. Weil beide finde ich gut. Und ehrlich, ich kann das nicht so sagen, ey. Wo ist die Bob? Hast du einen, der auf jeden Fall besser raussticht? Nee, ich hab nicht, weil Capo hat mehr auf Flow auch gearbeitet. Mhm. Und aber Bowser hat, glaube ich, geile Reime, ne? Ja, geile Reime. So, deswegen, ich weiß nicht. Ich finde, kann ich nicht sagen. Ich finde das Gesamtpaket geiler Track. Ja, ist Gesamtding geil. Ja, auch geiler Remix. Und ist halt marketingmäßig schlau gemacht. Wahrscheinlich wollen die dadurch halt den Song in deutschen Playlisten platzieren, weil Bowser und Capo sind halt Playlistenköpfe. Und dadurch wahrscheinlich die Streams auf den originalen Song auch noch hochtreiben und gegebenenfalls mit dem Originaltrack dann auch in Deutschland charten. Alles ist a game, it's a game, Mann. Streaming, ganz anders wird jetzt gespielt. Und ich würde es mir eigentlich auch wünschen, dass, warum machen nicht, oder warte mal, was wäre das umgekehrte Modell dann, wenn, warte mal, ein Engländer macht bei uns einen Remix. Ja, warum, warum machen Deutsche nicht auch mit einem Engländer ihren, also weißt du so, wenn Ja, nochmal. Ich überlege gerade, welcher Song zum Beispiel. Zum Beispiel, was du Liebe nennst und dann kommt da ein englischer Metal Rapper Gibbs drauf. Oder Metal Gibbs oder so, ja, zum Beispiel. So weißt du so mäßig. Ja, sowas, ja. Ey, das wird sogar funktionieren, glaube ich. Überleg mal, dieses Was du Liebe nennst mit Remix mit Metre Gims, wird vielleicht funktionieren in Frankreich, oder? Ja, würde sogar bestimmt funktionieren. Ja, doch. Ey, das doch, Alter. Wenn er dann nochmal so einen Push kriegt aus Deutschland, so wo man sagt, Diamant-Song, dies, das. Da kann man viel machen jetzt im Streaming-Zeitalter. Naja, machen wir erstmal einen Skip und gehen weiter zu Ari Beats, Ferro 47 und YL mit Amphetamin. Und ich glaube, das ist wieder ein Zeitpunkt, um die Lyrics rauszuholen, wa? Ferro 47 ist ja immer ein Kandidat, wo es sich immer lohnt, die Lyrics durchzulesen. Und ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, Community-Mitglieder, die mir auf Instagram folgen, dass ich da schon so ein paar Auszüge gepostet habe. Du kannst ja erstmal grundsätzlich sagen, Amphetamin läuft ja unter dem Namen Ari Beats. Wie findest du den Beat von Amphetamin? Also zu dem Beat muss ich ehrlich sagen, irgendwie, der geht richtig voll nach vorne. Also der geht irgendwie gut nach vorne. Heftig, der ballert, ist gut, der ballert übelst. Der ballert echt heftig, Alter. Man will der andere drauf hören. Ja. Also der geht richtig ab, ey. Weil den vergisst man nicht. Ja. Also das würde ich auch am meisten hervorheben, der Beat ist geil. Ne, der Beat ist übertrieben geil. So, dann, was ich dann sage, ist hier dieser, wie heißt der?
YL oder Ferro? Ja, YL, YL. Naja, auf jeden Fall. Kennt man den? Finde ich. Nee, ich kannte den davor nicht. Okay, weil hätte ja sein können, dass das auch so, weil ich glaube, Ari Beats hatte mit Raff auch so ein Sufjan-Feature oder so aus Frankreich. Sufjan, glaube ich. Aber ich finde, der ballert auf dem Beat, wa? Ja, der ist besser auf jeden Fall als Ferro und ich verstehe es halt. Ich finde das nice. Und, aber Ferro, boah, Ferro textmäßig richtig schlecht, ey, richtig schlecht. Ja, bei ihm wünscht man sich, der wird auch Französisch reden. Ja, die Schwester, die Stimme geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und irgendwie, der macht immer so, immer dasselbe, ne? Die, du, da, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Die gleiche Melodie, die gleichen Worte. Immer nee, nee, nee muss auch überall drin sein, obwohl das keinen Sinn macht. Ich nehme Amphetamin, oh nee, 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 nee. Ja, nimmst du jetzt oder nicht? So. Ich weiß auch nicht, Alter. Oh Gott, ey. Nicht. Lass mal hier, lass einfach durch sein Part durchgehen. Ich schreibe die Texte wieder neu auf. direkt am Anfang. Ich schreibe die Texte wieder neu auf. Mein Schuss, der ging bergauf. SLS, Brabus-Türen gehen auf. Du hörst einen Vrum, Vrum, Tritt drauf. Ich nehme die Schüsse jede in Kauf. Guck mal, der Satz schon, ne? Ich nehme die Schüsse jede in Kauf. Oh. Doch meine Ratatan, dich auch. Also dich auch. Keine Ahnung. Mama, mein Leben hängt davon aus. Mein Leben hängt davon ab, oder nicht? Was für mein Leben hängt davon aus? Willst du dein Leben aushängen aus dem Fenster, oder was? Falsches Deutsch auf jeden Fall. Oh Mann, ich danke dir und meinem Herrn auch. Ey, der hat da, guck mal, da kommt innerhalb von 4 Zeilen zweimal auch als Reim. Der hat es nicht mal geschafft, so einfach geile, simple, einsilbige Reime zu machen und wiederholt sich mit auch, auf, aus, drauf, auch, auf, aus, auch, boah, ohne Witz, guck, das geht hier, auf, bergauf, auf, drauf, kauf, auch, aus, auch. Das sind die Reime. Wow. Bis hierher gebe ich, gab ich jede Kraft aus. Was? Bis hierher gab ich jede Kraft aus. Kraft ausgeben. Kraft aus, bis hierher. Ich komme nicht klar, Wallahi, Mama. Es dreht sich hier alles nur um Para. Para, ich sehe lila Euro-Dollar. Mhm. Gibt es lila eine Dollarscheine? Ich glaube nicht. Aber ich weiß, ich sehe lila Euro und dann einfach Dollar am Ende noch. Rolex, Daytona, Louis, Prada. Ich cruise im nagelneuen Jaguar. Ich verpacke Steine für die Amjas. Sind Amjas nicht Polizisten? Ja, anscheinend hat er ja so welche Connection, dass er ja auch. Ich weiß nicht, Alter, als ob er dafür den. Nee, der vercheckt an die. Und rollt jetzt durch wie ein Panzer. Jaha, bra. Ich cruise im nagelneuen Jaguar. Jaha. Hat er wiederholt, ne? Ja, wieder. Ja. Und dann nochmal 300 km/h. Bratata. Die Gang macht Klick, Klick, Klack, Boom, Bam. Doch wir schaffen Reißen an den Eiern. Was? Wo ist der? Ey, ich verstehe das nicht, ne? Die Gang macht Klick, Klick, Lack, Boom, Bam, doch wir schaffen Reißen an den Eiern. Ich verstehe den Sinn nicht. Keine Ahnung, von wo nach wo und ohne Sinn. Aber wir reißen an den Eiern? Ich habe keine Ahnung. Geladen durch Peru, bra, ja, und dann kommt die Hook und so. Also das ist wieder ein, ich glaube, der hat sich nochmal gesteigert. Es gab noch nie ein Part von ihm mit so viel Fragezeichen. Wir reißen an den Eiern, dann war da, mein Leben hängt davon aus. Ich, Euros in lila, Dollar in lila und dann noch hier verpackt Steine auf, für Amjas. Ja, drauf, aus, auch, kauf, mauch. Also ich sag's jetzt offiziell, Ferro 47 ist der wackste Rapper mit den Klickzahlen. Ohne Witz. Mit den Klickzahlen, die er macht, ist er der wackste aktuell. Der ist unmenschlich. Nee. Dass er sowas aufschreibt und aufnimmt, ist echt eine Frechheit, ohne Witz. Das ist unnormal. Deswegen an der Stelle, da kann der Franzose so gut sein, wie er will, da kann der Beat so gut sein, wie er will. Ich muss diesen Song aus Prinzip wegen der Strophe alleine ein Lech geben. Geht nicht anders. Ja, das war auch bei mir so, leider muss ich dem Lech geben, weil das rasiert zu krass. Boah, aber der Beat ist einfach zu heftig, ey. Ja. Mein Gott, da. Boah. Aber man hört echt fast nur auf dem Beat hin, ne? Ja, du hörst den, du blendest den aus. Ja, du blendest den echt aus. Ja, aber der Bruder. Aber in der Hook geht's langsam nicht mehr, weil das so. Das nervt schon heftig. Aber man hat einfach wegen dem Beat hat man dieses Dings einfach im Kopf. Diesen, wie nennt man das? Sagt man schnell. Einfach den Flow, ne? Den Flow. Du hast den Flow einfach. Aber meinst du, jemand, der kein Deutsch versteht, klingt Ferro 47 für ihn gut? Meinst ich glaube schon, ich glaube schon, ehrlich, das ist so, ich schwöre.
Ja, kann sein, ne? Wegen Stimme und die Melodie. Und wenn man vor allem die nicht alle Songs von ihm kennt und nicht merkt, dass er immer die gleichen Melodien macht, wenn man es zum ersten Mal hört, kann echt sein, dass wenn man den nicht versteht, so denkt, ja, geht klar. Dann ohne Witz, mach was auf deine Sprache, damit ich es nicht verstehe, dann kann ich vielleicht die musikalischen Sachen erfreuen. Aber die kann ich eigentlich auch nicht gut reden, weil das immer das Gleiche ist. Deswegen einfach lächeln zur Seite mit dir, geht nicht. Get the fuck out of here. Weiter zu Luciano mit Im Film. Erst war der letztens im Plus, jetzt ist er im Film. Mal gucken, ob der in seinem Part wieder Negro. Und Hennessy und Brettan verbaut safe. Hat. Safe, Hennessy ist safe drin. Aber was sagst du denn grundsätzlich zu Im Film? Ich fühle mich so wie Bob Marley, kann entspannen so wie er. Ich keine Ahnung, wie er es gemacht hat, aber... Ich weiß nicht, aber was hat er jetzt die letzten Tracks so? Da hat er ein paar andere Wörter auf jeden Fall reingepackt. Mm. Und der hat 8 Bars pro Strophe. Die Hook ist so lang wie die Strophen. Junge, man kann da nur sagen, dass er da halt gut mit dem Flow ist, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist auch schon ein studierter Flow von ihm. Ja, das ist alter Schwössi, der tauscht nur Wörter aus und den Beat. Und Wörter tauscht er nicht mal zu 100% aus, sondern zu 70%. Der Rest ist immer gleich so. Ja, leider checken das die meisten nicht und... Muss. Ja. Ohne Witz. Die es nicht checken, die wollen es einfach nicht, weil die sich denken, Luciano macht gute Musik auf gute Beats. Die wollen Beats einfach sind nur Bombe. Das. Ja, eben. Beats, guck mal, Beats ist Bombe. Flow ist Bombe. Stimme hat er ja auch, aber Text ist ja halt, ne, das haben aber auch schon viele, ich habe das auch in ein paar Kommentaren auch bei dem oder auch bei uns, weiß nicht, ob ich auch schon gesehen, dass sein Wortschatz nicht groß ist. Ja, es ist safe nicht groß. Das kann man sogar faktisch belegen, anhand alle, wenn man alle Texte von Luciano zusammennimmt und da so eine Rechnung macht, da kommt man bestimmt auf irgendwas und sagt so, nee, der hat in seiner Karriere nur so viele Wörter benutzt, so mäßig. Ja. Und ich glaube, letzter Track habe ich, glaube ich, leicht gegeben, aber dem Track gebe ich ihm okay, weil, guck mal, ich sag ja schon, Beat, Flow und alles ist gut, nur textmäßig, hat er ein bisschen was anderes da, ein bisschen reingepackt, aber ich kann dem wirklich kein leicht geben, weil ich gehe trotzdem da mit, aber nicht ein Fresh, ist auch kein Fresh, deswegen gebe ich denen einen okay. Aber was ich sagen werde, ich glaube, das Album wird sich kaum und null unterscheiden zwischen den ganzen anderen Alben. Nee. Ich habe da einen. Nee. Und das ist irgendwie sehr kurz nur noch. Ich glaube, im August kommt das raus, das Album. Leute, hier war gerade da. Okay, steht hier nicht. Ja, irgendwann im August kommt das und ich denke mal, Alter. 30. Ich glaube, er soll ein bisschen mehr Zeit nehmen für sein Album, aber er oder wieder, einfach mal mit einem anderen Kopf an die Sache gehen und nicht immer denken, ich mache jetzt, da ist ein Beat und ich schreibe jetzt einfach wieder das Gleiche wie beim letzten Mal. Einfach mit einem anderen Kopf rangehen. Was gibst du denn? Oder was sagst du zu dem Track? Ah, ist okay, Mann. Der Beat ist so ein bisschen smoother, so mäßig. Wenigstens andere Stimmung. Aber ich sag, es gibt bis jetzt in der neuen Promophase keinen Song, der besser ist oder gleich gut ist wie mehr beim letzten Album. Gibt's nichts. Gibt's nicht. Gibt's und solange nicht. Er nicht, also soll er ruhig immer das Gleiche sagen, aber solange er nicht mit dem Gleichen, was er sagt, so einen Track macht wie mehr, ist es für mich halt nicht mehr als ein Okay und manchmal sogar ein Lech. In dem Fall ist es ein Okay. Aber er fängt sein Part wieder mit Negro an und Negro, guck, ich lebe in den Tag, Hut, Junge, Unikat, bin zufrieden, gut, gute Zahlen, Negro. Oh, ey, innerhalb von 2 Zeilen. 2-mal Negro gesagt. Soweit Puto, lange Nacht, Henny, Paradies im Glas und ich hol mir, was ich mag, Negro. Ey, in 4 Zeilen 3-mal Negro gesagt. Spar deinen Kommentar, Lucio Loco Original, guck die Bretter, da haben wir die Bretter. Komm brutal und der Hunger maximal. All Hunger. Black, guck, du kennst mich, Puto. Puto haben wir jetzt auch schon 2-mal, glaube ich. Immer Flex, guck, du kennst mich, Puto. Ja, Flex ist auch drin, siehst du. Mio müsste auch irgendwo mal kommen, bestimmt. Ja, ich komme hier, im Chorus kommt alles wieder, alles wird gut, keine Panik, nicht genug, denn ich hol die Million. Nicht Millis gesagt, aber Million. Ja, siehst du. Ach, Negro will nach Malaysia, Tokio. Malaysia, Tokio, China, Montenegro mit Haidern. Montenegro, Negro. Ist so, da hat er wieder Negro gesagt, ist so. Montenegro, ja Mann, der wandert bald nach Montenegro aus. Da fühlt er sich am wohlsten. Lass mal einfach weitergehen, ey. Lass mal weitergehen. Da haben wir massiv mit. Jetzt kommt der Betonmischer. Hast du das Video gesehen? Hast du das Video gesehen? Was ist das?
Jetzt kommt der Beton. Die machen sogar die Linie mit der Hand so nach. Ey, ich schwöre, ich hab das gefeiert. Was ist los? Ne? Ich kam nicht klar. Ich kam auch nicht klar. Junge, der hat ernst gemacht. Richtig ernst, so richtig steif so in die Kamera. Jetzt kommt der Beton. Aber warum macht der so Dirigent-Dings? Moves und das ist Beton, ich hab das nicht verstanden. Was ist, warum macht er wieder so, als Junge, der Betonmischer wieder, ey. Aber hast du den Reim davon gehört? Warte, was reimt er darauf? Metzger auf Betonmischer. Ja, das ist... Ich zerfleisch dich wie ein Metzger. Jetzt kommt der Betonmischer. Gar keinen Sinn so. Du denkst so, okay. War das nicht ein bisschen Hip-Hop-EJ-Beat? Bisschen... Ein bisschen wack, ja, der war ein bisschen wack. Der war auf jeden Fall von allen Beats vom Album der schwächste, aber es ist so eine weitere Single, wo ich sage, ich glaube, das Album wird richtig Bock machen. Ja, jetzt kommt der Betonmischer. Das ist schon hart, Alter. Massiv traut sich echt wieder. Ja, die Performance alleine, also das muss man sich trauen, so diese Moves, die er da macht. Boah, das ist schon krank, ey. Jetzt kommt der Betonmischer. Junge, wie? Jetzt kommt der Betonmischer. Wie? Ey, du musst auf sowas kommen. Was war das? Fleischöffner oder was? Fleischöffner, ja. Junge, was? Ich weiß nicht, wie er auf sowas kommt. Kommt der Betonmischer. Ich hab das jetzt erst bildlich vor Augen, was er überhaupt damit sagt, so weißt du. Ich hab einfach so, okay, Beton ist halt so ein Wort, was massiv benutzt, aber der sagt einfach, der ist der Betonmischer. So, das klingt doch so böse, Alter, bei dem so. Nach dem Motto so, Junge, du weißt, das ist ja Arbeit, ist so, wenn Leute Häuser bauen, die Beton mischen. Und der macht das richtig so böse und du denkst einfach sofort negativ nach dem Motto, du packst da eine Leiche rein und möchtest in Beton. So Betonmischer, so. Und dann guckst du massiv an, so. Ey. Der ist am Betonmischen oben ohne und hat da eine Leiche drin und ist am Mischen, so Betonmischer. So, das ist. Ja, okay, also ich sag auf jeden Fall, Beat ist auf jeden Fall Hip-Hop-EJ-Style. Ich muss nochmal reinhören, weil ich hatte irgendwie. Ich muss nochmal beim Beat reinhören. Ich fand den Beat zu hart, ein bisschen Hip-Hop-EJ auf jeden Fall, fand ich. Ich heule, Alter, vor Lachen. Ich weiß, guck, hör mal ein bisschen so. Der Anfang schon. Ist das nicht so ein. Hier, wie nennt man die? So ein Block von Hip-Hop-EJ? Ist das nicht so? Oder nicht? Ey. Voll kann ich werden. Boah, Alter, ich schwör's dir. Boah. Alter. Also ich hatte. Und als ich dieses Video gesehen habe, habe ich gesagt, Junge, ist das dein Ernst jetzt? Boah, der holt die Sachen raus, die man eigentlich. Ich feier das, weil er sich das traut, aber das ist trotzdem hart. Ey, das ging gerade nicht klar, ey. Ich hatte einfach dieses Bild im Kopf von Massiv, wie der diese Moves macht und dann macht der Beat an und dann kommt dieses mit dem Chor und so. Boah, das ist schon übertrieben. Aber, ja, keine Ahnung. Ich habe das ja damals auch so ab und zu bei Nessu gefeiert. Ich gebe den Track aber ein okay, ich kann dem kein Fresh geben, auf keinen. Ich kann dem auf keinen Fall Fresh geben. Auch wenn dann bestimmt welche sagen, ja, ihr gebt so welchen Leuten ein Lash und das. Ich weiß nicht mal, wie der Track bei der Community ankommt. Ey, ich bin mal echt gespannt. Ich gebe den auf jeden Fall ein okay, weil der Beat ist Gott, aber ich feiere den einfach, was für Moves der macht. Jetzt kommt der Beton. Boah, ich bin heftig am Schwitzen und am Heulen. Boah. Tut mir leid, Leute, es ging gerade nicht anders. Weil Massiv, ihr wisst ja eh immer. Ist eh immer Sonderthema, aber Betonmischer hat mir den Riss gegeben, ich weiß nicht, kann nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, was ich denke. Ich gebe okay mit einer Tendenz zu Fresh, weil der ist schon irgendwie massiv nice. Aber ey, entertainmentmäßig ist das auf jeden Fall Fresh of the Week. Das Video, ja. Der Beat, alles zusammen, Alter, das ist heftig. Junge, ich weiß, ich habe noch nicht, das war auf jeden Fall mit Abstand der heftigste Lachfleisch im Podcast. Ist wirklich so. Ich bin heftig am Schwitzen. Ich wisch mir Tränen aus den Augen, Alter. Als du dann bestimmt kurz reingehört hast, dann noch. Ja, nochmal, ich höre nur den Beat und dann direkt die Bilder im Kopf von dem Video. Ich konnte nicht mehr, das war zu viel. Aber okay, Tendenz zu Fresh. Ich bin immer noch gespannt auf das Latif-Album. Aber die Wartezeit ist schon lang, ne? Mhm. Voll lang, Alter. Soll mal langsam rauskommen. Aus Massiv. Sagt er bei dem Track das eigentlich auch wieder? Aus Latif wurde Massiv? Boah, ich glaube gar nicht. Ne, ich glaube nicht. Ja, doch. Ich glaub, ja, ne? Doch.
Ich glaube doch, ey. Ich glaube ja, weil das irgendwie... Doch, der sagt das irgendwie. Irgendwie doch. Aus Wasim wurde Latif. Massiv. Aus Massiv wurde Latif. Ja, ich glaube, der sagt das so langsam dramatisch am Anfang so. Mm. Aus Wasim wurde Massiv. Aus Wasim. Okay, machen wir einfach Skip. Geil. Machen wir einfach Skip, bevor ich noch den nächsten Lachfleisch kriege und Alter. Einen Anfall kriege. Und geht einfach mal zu Dada mit Kadal, Kadal, wie war nochmal dein Name? Aber und jetzt die Frage, ist Kadal jetzt ein Name oder nicht? Ich weiß es nicht. Wenn Kadal ein Name ist, dann ist das die dümmste Zeile, also einer der dümmsten Zeilen des Jahres. Wenn er sagt, Kadal, Kadal, wie war nochmal dein Name? Oder ist das auf Albanisch irgendeine Bedeutung? Ja, das frage ich mich jetzt gerade auch. Kann auch sein. Aber wenn Kadal ihr Name ist, dann denke ich mir, what? Ah, hier steht das, warte, Kadal, ich gebe das mal in Übersetzer ein, Deutsch, ob da was rauskommt. Ist Eidechse. Indonesisch? Indonesisch, ich glaube nicht, dass er ein Wort auf Indonesisch benutzt. Nein, ich gebe mal Albanisch ein. Kadal, ja, der übersetzt Kadal, dann wahrscheinlich Name. Ja, dann ein Name. Ja, dann, also wenn es ein Name ist, ist das einer der dümmsten Zeile 2019. Weil Kadal, wie war nochmal dein Name? Du hast doch dreimal ihren Namen gesagt und weißt du, gar keinen Sinn so. Egal, was sagst du zum Song? Ja, trotzdem, es geht schon geil ins Ohr, ohne Homo. Geil ins Ohr, Witz, Alter. Ohne Witz, darauf wurde ich gerade hingewiesen, dass das gleiche wie alt warst du, als du 5 warst von Dings, MC Boogie. Das ist das gleiche wie Kadal, wie war nochmal dein Name? Ey, aber ich finde den Track nice, wa? Irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde den nice. Mich nervt dieser Pop-Dings. Ich finde das irgendwie nice. Ich weiß nicht, mich nervt dieser Pop, Danju, glaube ich, sage ich schon. dieser Pop, Dada nervt ein bisschen. Weil ich habe das Gefühl, der fühlt sich da, der macht einfach so Spotify-Money gerade so ein bisschen mit so leicht gemachten Songs. Fühlt sich damit auch sicher dann. Ja, safe. Weil er es ja kann, der macht einmal FaceTime-Hook und dann seine Parts sagt er eigentlich immer das Gleiche so mäßig, bisschen über Viber quatschen mäßig, denkt er sich. Ich kann dem Track irgendwie nichts abgewinnen. Der Beat ist vielleicht so solide, deswegen Lash mit einer Tendenz, okay. Ich mag den Song irgendwie nicht. Ich geb Fresh, ich fand den irgendwie nice. Oha, jetzt haben wir wieder die Fresh zu Lash-Spanne. Ich sag Lash-Tendenz, okay. Du sagst, okay. Fresh sogar. Ey, jetzt bin ich gespannt bei dem nächsten Song. UFO 361 kommt da immer noch mit dem USA-Grind und seinen krassen Features. Future kommt in der Zukunft. Ey, no pun intended. Nein, pun intended sogar. Aber jetzt ist erstmal Gunner an Start, an der Reihe. Und die kommen mit On Time. Was sagst du zu dieser Kollaboration und dem Endergebnis? Tuker. Boah, dieses Skrrr ist schon übertrieben oft, Alter. Das war ein Markenzeichen von Migos, jetzt hat UFO übernommen. Mhm. Ja. Oder war das von Migos, dieses Skrrr? Ja, ne? Oder von Travis Scott. Ne, ich glaube von Migos. So, das, ne? Irgendwie habe ich Quavers Stimme damit, dieses Boah, ja. Alter. Skrrr, irgendwie. Auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall feierlich, dass er jetzt so höhere oder bekannte Features gestern hat aus Ami. Mhm. Und dann, das ist schon krass, auf jeden Fall muss man das schon mal Respekt sagen. Aber hast du Dings richtig auf Schirm, Gunner, eigentlich? Also ich nicht, aber ich weiß, dass der halt so jetzt gehypt ist in Amerika. Ja, aber ich selber habe den jetzt nicht so auf dem Schirm. Nee, ich auch nicht. So, bei mir kommt das immer nach, also ich finde das sogar gut, dass er so ein Feature macht, dass ich dann so, aha, der ist so voll am Start, so. Ja. So, weißt du, was ich meine? So, weil ich bin eher noch immer noch auf der alten Schule und diese Neukümmlinge und ich weiß nicht mal, wie lange dieser Gunner so ein Biss ist, das ist dann bei mir immer so nebenbei. Ist so, ich krieg oder zum Beispiel, wenn jemand stirbt, dann kriegt sorry, ne, dass ich das jetzt so sage, so, ne. Aber wenn jemand stirbt, auf einmal habe ich den dann eher auf dem Schirm als wie davor. So. Ja, ist ja auch klar, ne? Ist klar gibt es so ein paar Künstler. Klar gibt es Künstler, so, die ich auf dem Schirm habe, so, die richtig hoch sind, aber Gunner ist so einer, der in Ami so auch nur so 4-5 Mill Klicks hat, so glaube ich, ist so ein Kandidat. Nicht so jetzt Drake, Migos, ja, Future, so welche, weißt du, das sind
Habe ich so das Gefühl. Mit Drake? Nee, ich glaube nicht. Gala selber nicht, aber der ist halt so in der Ecke mit Lil Baby und so. Lil Baby hat schon mit Drake gearbeitet und so. Also das ist so diese neue Welle. Ich glaube, die sind auch erst seit einem Jahr am Start oder so. Aber das sind so gerade die Hype-Leute, glaube ich. So Gunner-mäßig die Ecke. Deswegen kann man da auf jeden Fall sagen, dass sich da UFO immer die krassen, also krasse Features an den Tisch holt. Letztens Rich the Kid, dann Quavo, dann Gunner, jetzt bald kommt Future. Da war ein Foto von Data Love, was du mir geschickt hast mit Trippie. Ja, Data Love mal mit Trippie Red, ey, ja, Junge. So, das ist so seine Connection, seine US-Connection, so deswegen kann man da nichts sagen. Aber wenn man dann zur Musik kommt und da mal so sagt, was man zum Track sagt, ich finde, das ist bis jetzt seine schlechteste US-Kooperation. Wenn ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, wie das mit Rich the Kid ist, aber ich habe das Gefühl, dieses UFO und Gunner-Ding, so, das ist voll langweilig. Solide, ne? Ja, vor allem auch die beiden zusammen. Gunner klingt auch so, als hätte er sich keine Mühe gegeben. Die zusammen klingen jetzt nicht so geil. So, weißt du, bei dem Quavo-Song hast du richtig so, das ist so ein Song, Quavo, so geil, so, weißt du? Ja, das klingt einfach wie so ein Part, haben die reingepackt, fertig und not on time. Ich finde den voll langweilig. Ich würde sogar Lech sagen. Ich gebe dem okay ab. Ich würde dem okay geben. Weil das bleibt ein bisschen im Ohr so hängen, aber das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht, ich von bis jetzt bei der Promophase, obwohl jetzt die Hits bei dem so hochgehen in die Charts, finde ich jetzt bei dem Album so die Hits so, dass ich es hat mich noch nicht gekriegt, ey. Irgendwie nicht, ne? Du hast noch nicht dieses. Bis jetzt nur Irina Shayk hat mich gepackt. Und Dings, warte, was war das andere? Next mit Rin. Ja, aber habe ich auch jetzt nicht so lange gepumpt, finde ich, ey. Nee, auch weil nicht. Weil sonst habe ich UFO-Tracks immer rauf und runter gehört. Zum Beispiel bei VVS die Phase so dieses 40K und so rauf und runter. Oder auch bei Berlin, hier, ich bin ein Berliner oder so. Ja. Aber jetzt so die Tracks, Alter, haben mich bis jetzt nicht heftig gecatcht bis Irina Shayk. Ja, hast du auf jeden Fall was Interessantes angekratzt, weil das ist bei mir ähnlich eigentlich. Sonst sind wirklich, UFO-Single-Phasen immer krasser. Bei 808 war es zum ersten Mal so, da waren die ersten so, ich glaube bei 808 hatte ich nicht so viele Singles, die ich gefeiert habe, aber so VVS, Ich bin 1, 2 und 3 Berliner. Und jetzt das Album ist ja erstmal so, sogar schwächer als 808 im Gefühl, so von den Singles. Ja, ist bei mir auch so bis jetzt. Ja. Mal gucken, ey. Zum ersten Mal jetzt, wer weiß, sonst ist immer so, Singles krass, Album enttäuscht, jetzt sind Singles, vielleicht ist Album krass, wer weiß. Ja, wer weiß. Wer weiß, ich gebe auf jeden Fall Lech. Ich gebe okay. Gehen wir weiter zu Casey Rebel und Raf Camora mit Neptun. Das ist ein Song, den er gefühlt vor einem Jahr schon mal geteased hat in seiner Insta-Story, also Raf Camora selbst. Und jetzt ist einfach daraus ein Casey Rebel Song geworden, weil es ist die zweite Single aus der Casey Rebel EP, die bald ansteht, diese Sommer-EP mit Features. Badewanne war die erste Auskopplung, jetzt ist Neptun die zweite. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es jetzt ein Casey Rebel Song sein soll. Es klingt für mich immer noch wie ein Raff-Song, weil die Hook von ihm ist. Die Parts, also der dominiert halt den Song und es klingt auch nach einem Raff-Song. Casey ist eigentlich das Feature. Aber was sagst du zum Endergebnis? Neptun, Raf Camora nach einer etwas längeren Pause jetzt wieder da. Ja, ich fand es auf jeden Fall mal nice. Auf jeden Fall wieder mal ein Track so von Raf Camora. Das ist, also man denkt, guck, ich sag sogar von Raf Camora, das ist auf jeden Fall Caseys Track auf seinen EP, aber ist Raf Camoras. ich dachte erstmal, das wäre Raf Camora featuring Casey Rebel, aber ist ja umgekehrt. Ja. Und wie gesagt, mir ist es auch erst aufgefallen, als ich gesehen habe, dass das Video auf dem Casey Rebel Kanal hochgeladen wurde. Ja. Das ist aber trotzdem eine nice Nummer. Und ich finde auch, Casey Rebel hat dann auch ein bisschen besseren Part als die letztens, die ich sonst mitgekriegt habe. Ja, nach Badewanne ist alles besser, Alter, was da kommt, ja. Und und Raf Camora, das ist Raf Camora. Das ist einfach, wenn du das anmachst, seine Stimme, der Part ist einfach Raf Camora. Der Beat ist Raf Camora, alles ist Raf Camora einfach. Mhm. Ich finde der Track nice. Ich gebe den auf jeden Fall einen Fresh, weil in der Woche, was gab es denn sonst noch freshere Tracks als so das? Ja, und für mich rettet die Woche den Song, weil ich glaube, in der anderen Woche hätte ich die mehr kritisiert, aber mit der Pause im Kopf und mit Raf Camora ist jetzt wieder da, ist das erstmal ein bisschen anders, aber ich bin erstmal ein bisschen beruhigt, dass das nicht die erste Single ist zu seinem Zenit-Album.
Weil dann hätte ich, ne? Weil dann zu seinem nächsten Album meinst du genau, so, ne? Zu seinem nächsten und letzten Album, weil sonst hätte ich gesagt, das ist doch, mein Gott, das ist wie Anthrazit jetzt. Mach bitte jetzt nicht noch Palm aus Plastik 3 mit Raff Solo so. Da dachte ich wieder, okay, wir haben wieder den Beat, der auch eine Palm aus Plastik Single sein könnte, wo es ein bisschen deeper wird. Und dann hat er wieder die Chaya, die ihn betrogen hat und er raucht die Kippe vorm Laden und so. Weißt du, das sind einfach zu viele Doppelungen für mich gewesen. Aber musikalisch ist er eigentlich schon relativ gut gewesen, ne? Die Hook geht gut rein. Vor allem auch geil, dass nach der Casey-Hook, Casey-Strophe die beiden die Hook dann machen und so, ist schon geil gemacht. Das Video von Shao war auch cool gemacht. Vor allem diese Flasche da beim Wasserfall. Mann, Grey Goose, diese Flasche so, voll geil. Das sah richtig geil aus, haben die nice gemacht. Deswegen ist ein gutes Konzept auch von wegen, ja, der Planet ist zu klein, so, um von den Problemen so wegzukommen. Und thematisch eigentlich auch das gleiche wie Melatonin, ne? Was vor ein paar Wochen kam, so, ich trinke, bis mein Herz nicht mehr wehtut. Und da bis der trink bis der dahin, wo der Kummer sitzt, so mäßig. Also gleiche Thematik mäßig. Im Direktvergleich will ich Melatonin bevorzugen, einfach weil der ein bisschen progressiver anders ist als jetzt so ein Neptun-Song von Raff. Aber ohne Witz, ich sag okay, Tendenz zu Fresh. Wenn du einen Fresh gibst, sage ich okay, Tendenz zu Fresh. Einfach, dass man da den Vermerk hat, es ist mir zu gleich irgendwie für Raff. Und hoffe, dass der da Zenit anders gemacht hat als Anthrazit. Aber ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, das wird sehr ähnlich klingen, sein Album. Ja, das ist einfach seine Art. Ich bin mal gespannt. Vielleicht versucht er irgendwas anderes herzuzaubern beim letzten Album. Ey, das wäre schon. Weil diese Beats merkst du sofort, das ist Raff Camora. Aber der ist nicht mal vom Raff, ne? Ist nicht, Alter? Nein, der ist nicht von Raff. Deswegen ist das ja dieses Raff, dieses von wegen, ja, das ist so ein Raff-Beat. Aber jetzt macht er die inzwischen doch nicht mal mehr selber so. Weißt du? Wow. Ja, das Sample soll auch von hier von Sting, glaube ich, sein. Shape of My Heart. Das habe ich gerade auch sogar, ne? Doch, das passt schon. Ja, gut, aber bei mir Fresh auf jeden Fall. Ja, okay, Tendenz zu Fresh. Okay, okay. Das war's mit den Singles diese Woche und jetzt werden wir den Skip zu den besten Newcomer meines Lebens machen. Aber wie ihr gerade an der Laufzeit seht, wir sind schon relativ spät in der Ausgabe und auch für diese Ausgabe haben wir uns dazu entschieden, erstmal einen Skip hier an der Stelle zu machen. Ich glaube, wir machen das demnächst, wenn wir so eine leere Single-Woche haben. Machen wir so ein Special, wer weiß, je nachdem, ob der Postfach so voll ist, und machen so eine richtige Session, wo wir so 3-4 Kandidaten reinnehmen. Aber ja, vorerst bleibt diese Rubrik hier leer. Ihr wisst Bescheid, falls ihr Songs habt, die auch in dem Kontext hier im Podcast besprochen werden sollen und auch bewertet werden sollen von der Community, um euch gegebenenfalls so einen Push zu geben. Wir wollen nämlich fördern. Schickt uns eure Tracks zu unter bestenewcomer@gmail.com. Ich wiederhole, bestenewcomer@gmail.com, und dann seid ihr hier im Podcast drin. Bestenfalls holt ihr euch ein Fresh von uns beiden ab und von der Community und seid dann auch noch qualifiziert für die Single des Jahres. Stell dir mal vor, so ein bester Newcomer mit 300 Klicks holt sich die Single des Jahres, was ich eh nicht glaube. Einfach, weil ich auch glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn Newcomer drankommen, sind die Community-Mitglieder ein bisschen strenger, weil die sich denken, ich mache bessere Tracks. So, weißt du, weil viele sind wahrscheinlich selber Rapper in der Community und denken sich, der ist wack. Nein, aber es ist auf jeden Fall interessantes Ding, ich würde die einsenden, ihr wisst Bescheid, bestenewcomer@gmail.com. Was geht ab? Wir haben es geschafft und sind jetzt im Albumblock und besprechen mal die Releases, die herausgekommen sind. Ich würde einfach mal sagen, wir machen den Start mit Young Rider und ihrem Projekt, dem Tape Nummer 1 oder Tape 1 heißt das Ganze. Und wir überfliegen das Ganze so ein bisschen, weil ich im Vorgespräch ja auch rausgefunden habe, dass du das so wie ich auch noch nicht so intensiv gehört hast. Ich habe es auch Boah, Alter, mein Schleim im Hals bringt mich noch um mir. Ich habe es auch nur überflogen. Ist aber so, dass das ein Genetik-Signing ist und die hier mit dem ersten Longplayer kommen. Ich versuche hier gerade die Tracklist zu öffnen. Genau, da haben wir das Rider Tape 1 von Young Rider. 12 Tracks und 2 Features, zwei Features, Sierra Kid und Tiavo sind hier auf der Platte gefeatured. Genetik ist hier Tatsache nicht drauf, oder? Doch, die müssten doch diesen... Sie callen oft ist mit Genetik. Also, Sierra Kid, Genetik und Tiavo. Man merkt da auf jeden Fall, diese Connection zwischen Genetik und Sierra Kid wird da aufrecht gehalten, auch mit diesem Projekt, finde ich ist gut. So. Ich hoffe auch, dass Kid auf dem nächsten Genetik-Album sein wird. Also dieses Cover von Genetik hat mich schon gehypt auf das nächste Album. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall bleiben wir erstmal beim Thema Young Rider. Also als erstes ist mir erstmal aufgefallen, also ich kannte den vorher gar nicht. Wir hatten noch keine Single von dem, ne?
Nö, gar nicht. Also, ne, wo kannte ich auch nicht. Mhm. Und da war es erstmal für mich ein Flash, so allein soundmäßig, ne? Hast du auch gemerkt? Boah, soundmäßig habe ich richtig gemerkt. Das war für mich auf jeden Fall ein Problem, ey. Ja, die sind ja hier beim Label von Genetik Outer This World. Also der Sound klingt Outer This World, aber nicht so positiv. Also er klingt spacig, komisch. So ganz komisch, so voll die, also die Stimme, keine Ahnung, das ist sehr schwer zu beschreiben. Es klingt auf jeden Fall merkwürdig und nicht so angenehm. Ja, aber also ich hatte jetzt nicht die besten Kopfhörer und ich hatte richtige Schwierigkeiten, überhaupt was rauszuhören. Deswegen musste ich dann entweder zu anderen Kopfhörern greifen oder Box und hatte da auch Schwierigkeiten, da alles so gut zu verstehen. Ich weiß auch nicht, ey. Man versteht die Texte gar nicht, ne? Hä? Man versteht die Texte irgendwie gar boah, nicht. Boah, gar nicht, ey, ehrlich. Sogar Sierra Kid habe ich auch ein bisschen schwer verstanden bei seinem Part. Aber der hat da einen interessanten Flow gehabt. Ja. Aber wie gesagt, sehr komisches Mix. Und ich verstehe das auch nicht, sehr unverständlich. Weiß nicht, wie die das dahin gehört, also wie die da gehört haben. Abgehört auf so 3 Euro Kopfhörer oder weiß was ich, keine Ahnung. Vielleicht wollen die es auch so haben, kann ja auch eine kreative Entscheidung sein, aber ich finde es erstmal nur merkwürdig. Ich kann da eh nicht im Gesamten so eine Bewertung rausgeben, weil ich es halt, wie gesagt, hab nur überflogen habe und die ersten 5 Tracks ganz gehört habe. Aber daran gemessen kann ich schon sagen, es ist halt nicht so ein Projekt, wo ich gedacht habe, ey, ich will das alles durchhören und durchfressen und verstehen. Ist so. Weil das war ein bisschen. Also ich frage mich eher, wie es da zum Signing kam, als dass ich wirklich verstehe, warum es zum Signing kam. Ja. Ne. Und das Ding, was man da erwähnen kann, der hat, glaube ich, alle Titel auf Englisch. Ja, ne? Crowbacks, alle Titel sind auf Englisch. Außer sie callen oft. Zwei deutsche Wörter. Sie callen oft. Genau. Da und sonst alles auf Englisch. Dann deswegen dachte ich erstmal überhaupt, wer ist das? Ist das nicht, dass es jetzt so ein Ami-Album ist, ey? Auf einmal sehe ich da sie callen oft, okay, aber da merkt man beim ersten Track auch. Erstmal glaube ich, musste da richtig hinhören. Ist das Deutsch oder Englisch? Weil ich das kaum verstanden habe, ehrlich. Und dann, ja, dann ist das auch so, ne, Mix. Manchmal macht er so Englisch. Ja, und Deutsch, ja, und weiß nicht, Alter. Ich musste da echt, also ich hatte echt Schwierigkeiten mit dem Album. Und ich habe das ja sozusagen auch nur durchgeskippt. Und deswegen kann ich jetzt auch keine Bewertung, aber ich kann schon mal vorher sagen, das wird keine gute Bewertung. Also ich werde auch das Album wahrscheinlich auch jetzt mit Schwierigkeiten nochmal hören. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob ich es mir nochmal reinziehen kann. Ihr könnt gerne eure Meinung zu dem Ganzen unten in die Beschreibung reinschreiben. Mich würde sehr interessieren, wie es bei euch ankommt, ob das bei euch so funktioniert, weil für mich ist erstmal viele Fragezeichen und weniger einfach Musik hören und genießen bei der Sache. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich mir das noch ganz reinziehe. Das ist echt. Also ist maximal mittelmäßig. Lass mal ein Skip machen. Aber wirklich maximal. Ne? Ich denke mal, Sierra Kid und Genetik waren die rausstechenden und besten dort am Album. Deswegen habe ich auch schnell ausgemacht, als ich die Features durch hatte. No front an der Stelle natürlich. Aber wir machen erstmal vorerst einen Skip zur Mantel-EP von Entertainment, die letzte Woche, glaube ich, schon herausgekommen ist. Ja, am 14. Juli ist das Ganze rausgekommen. 5 Tracks, keine Features. Weiter in seiner Battle-Rap-Manier mit seiner Axt unterwegs, obwohl es eine Überraschung mit Eispalast gibt, das wir ja eigentlich im Single-Block besprechen wollten, aber jetzt hier einfach besprechen. Mantel-EP von Entertainment. Funktioniert Entertainment auf EP-Länge besser für dich oder ist Teufel sei Dank ein Projekt gewesen, was irgendwie nicer war? Ja, ich habe Teufel sei Dank gar nicht mehr so im Kopf, weil Entertainment ist sowieso für mich so ein Künstler gewesen, den ich jetzt nicht so krass auf dem Schirm habe, obwohl der bei jeder Sektion oder jedem Podcast bei uns unten in den Kommentaren steht. Ist so, Alter. Ja, gefühlt. Und ja, jetzt bin ich mal anders rangegangen und hab mir das mal reingezogen, aber hab schon gemerkt, textmäßig ist er auf jeden Fall stark. Ja, der ist sehr stark. Sehr stark. Im höchsten Niveau auf jeden Fall. Also da kann man nichts vormachen mit Text. Und ich fand auch, wie der EP angefangen ist mit dem, so nach vorne und mit dem Beat, so hat er eigentlich chillig hinbekommen. Man muss sich nur mit seiner Stimme irgendwie anfreunden. Ja, das ist die größte, das ist das Problem. Barriere. Das ist bei mir auch so. Das ist immer so der das Punkt, Problem, wo ich raus bin halt. Das ist halt genau der Grund, warum ich jetzt nicht sehnsüchtig auf Sachen von ihm warte und alles abchecke von ihm, weil genau das ist halt die Barriere, über die ich immer sehr, sehr schwer hinwegsehe. Die Stimme halt. Die fast schon, ja.
essentiell ist bei dem, was er macht. Halt, wenn du wirklich aggressiv rappst, dann musst du halt auch entsprechend so eine Stimme haben, die ich halt auch voll ernst nehmen kann, und die Stimme ist halt ein bisschen so voll Fragezeichen immer, wenn er rappt. So, warum ist es, hä, so? Aber trotzdem, wie gesagt, Textebene finde ich überkrass. Vor allem ist auch Eispalast, finde ich, für mich eine Überraschung gewesen. Mann. Ne? Ja, Mann, bei mir auch. Eispalast, wollte ich auch sagen. Ist die beste Nummer, glaube ich, auf der EP. Ja, obwohl es voll heraussticht und eigentlich gar nicht reinpasst. So ja. Hexensabbat, zerfletzen und dann kommt Eispalast ganz ruhig. Und dann wieder Sunset Killer, ja. Passt eigentlich gar nicht, aber ich finde, der Song ist krass geschrieben. Der ist wirklich echt krass geschrieben. Ist wirklich krass. Das wollte ich auch sagen. Eispalast, krass. Die Hook ist auch geil. Ja, obwohl die schon kitschig ist, ne? Und auch ja, ist kitschig, aber ja, irgendwie, obwohl auch seine Stimme hat irgendwie, das hat richtig gepasst, ey. Mhm. Irgendwie weiß ich nicht, das war eine richtig geile Nummer. Also die höre ich mir sogar öfters an. Ja, das ist so, ohne Witz, die Richtung würde ich mir von Entertainment viel intensiver reinziehen, weil der hat da krasse Bilder geschaffen und auch Metaphern aufgebaut und so, wo ich mir denke, krass, das ist allein von der Textebene schon so interessant für mich, dass ich so ein Entertainment mir wirklich geben würde und so denken würde, krass, das kann ich mir anhören, so. Aber so auf Battle-Rap-Ebene mit der Stimme und so, dann ist halt zu viel Hürde so für mich. Und dann auch noch diese ganzen dunklen Themen und satanistischen Symboliken und sowas. Das ist immer so, aber Eispalast, krass. Deswegen, ich würde, glaube ich, der EP so ein okay mit einer Tendenz zu Fresh aussprechen, einfach weil ich es ein bisschen merkwürdig finde mit Eispalast, dass das der beste Song ist, aber der so unpassend ist irgendwie. Also ich finde es ein bisschen komisch, aber es ist halt vom Gefühl her, bin ich mit einem viel besseren Gefühl rausgegangen als bei Teufel sei Dank. Ich glaube, Teufel sei Dank war einfach für mich persönlich zu lang. Einfach als Nicht-Fan, aber als Nicht-Fan so eine EP höre ich mir gerne an. Also 5 Tracks, die habe ich mir gerne reingezogen. Okay, Tendenz zu Fresh. Was sagst du? Ja, ich glaube sogar, dass ich da sogar Fresh gebe. Way! Ja, weil das hat mich echt, umgehauen, die EP, weil die hat mir richtig gefallen irgendwie. Ich habe die auch jetzt öfters gehört. Und Eispalast, das ist ja klar, ist der beste Track. Aber die anderen Tracks sind auch gut. Was er da so halt rappt und erzählt und so sagt und diese Metaphern, die er da verwendet, die sind richtig gut, ey. Ja. Also deswegen habe ich das ja gesagt, mit höchstem Niveau. Klar kann man sich bei ein, zwei Beats so ein bisschen streiten oder so sagen, ja, muss vielleicht ein bisschen anders gemacht oder ist nicht mein Geschmack, aber im Ganzen finde ich das schon, ist eine nice EP. Ja. Und vor allem auch, ich finde die Beats auch verglichen zu Teufel sei Dank irgendwie positiver, weil ich habe die eigentlich, ich glaube, durchweg gefeiert. Die waren eigentlich ziemlich nice, die Beats. Nö. Hab mal Mantel voller Blut. Mantel voller Blut. Die Erde ist immer noch da hinten. Und nein, Spaß. Ja, Mann, Alter. Aber da sagt er auch irgendwie eine Zeile, die ist mir richtig im Kopf eingepflanzt gewesen. So nach dem Motto so, ich will nicht unendlich leben, weil ich wissen will, was nach dem Tod passiert. Ah. Boah, das ist auch eine krasse, da habe ich gedacht so, boah, das ist schon eine krasse Line, Alter. Und auch krasser Gedanke, ne? Ja, so Gedanke, so das, als er das gerappt hat, habe ich gedacht so, boah, heftig doch. Mhm. So, man kann selber drauf kommen, aber dann dachte ich so, Junge, habe ich noch nicht so gehört von anderen, so, aber ja. Ja, ist so. Ist schon krass so, dass das jemand so ausspricht so. Ja, Mann. Ja, Mann. Entertainment, Mantel EP, okay, Tendenz zu Fresh von dir in Fresh. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Joni. Er macht ein bisschen Randale mit seinem Album. Ah, 12 Baby. Tracks. Direkt so kommt er mit der Melodie. 3 Features am Start mit Namika, Luciano und Ufo 361. Boah, sogar Ufo 361, ne? Krass. Ja, ist auch drauf. Habibti. Sie hat sich in mich verliebt. Ja, Mann. Ey, ich schwör's dir, das war irgendwie komisch, das Album, ne? Oder was sagst du? Ja, Junge, also. Hat er überhaupt vorher schon mal ein Album gemacht? Ich habe noch nie, glaube ich, ein Album von Joni gehört. Nee, ja, ich doch, hab also irgendwie. Ich nicht. Ich habe also von, also ich habe auf jeden Fall kein Album von ihm gehört. Das ist das erste Album von dem, was ich höre. Sonst habe ich immer nur Singles so gedroppt von denen. Ja, hier so eine EP 2017, Entre du Monde, mit Französisch, okay. Großteil. Also der hat auf jeden Fall Projekte gemacht. Das ist aber auf jeden Fall mein erstes Joni-Projekt. Und ich, keine Ahnung. Also Joni Solo finde ich eh mal so. Ich finde den als Feature immer interessant, weil er halt eine sehr interessante Stimme hat. Ja. Aber Solo ist das immer so,
Habibti. Das so, ich finde das voll lustig, das Lied, Habibti. Und auch hier, Martinique und so, das sind alles so voll die lustigen Nummern. Ich weiß aber nicht immer, ob das auch alles so gemeint ist. Ich fand die Features auch merkwürdig. Das ist einfach ein komisches Album. Ich finde es merkwürdig. Sehr komisches Album. Ja. Er wird schon seine Leute haben, die immer so partymäßig abgehen und so. Aber ich finde den als Feature viel besser. Ja. So, ne, so, dass er halt eine Gesangsstrophe oder den Chorus macht, so gesangmäßig, so, das finde ich besser. Aber so ein komplettes Album ist bei mir, für mich ein bisschen anstrengend. Klar hat er, ich weiß nicht, welche Tracks das waren. Warte, ich muss mal einmal spicken. Da, wo er so Beats hat, da wo ich dachte, okay, das wird schon seine Community haben, die dann so in Clubs abgehen. So, ich glaube, Jetem oder Habibti auch, oder? Ja, so. Das ist so im Club, so, das wird schon seine Jetem Leute haben. So. Ja, Jetem, ne? Merkst ja, du, ne? Ja, diese. Weil das ist schon nicht, Palm aus Plastik, das ist schon richtig dieses Latino-mäßig oder so, dieses richtig so Party-mäßig, so vorne abgehen, so. Ja. Wird schon seine Leute haben. Dieses macht aber Kreis, wir tanzen jetzt. Genau, aber ich weiß nicht, ich muss den jetzt nicht. Deswegen, ich finde, er ist eher Single-Artist. Ja. Er wird seine Community haben, aber ich bleib dabei, dass ich den lieber als Feature so haben will, aber so als Album ist das nicht meins. Ja, und ich fand's auch krass, dass er als Ufo und Luciano so als Feature hat. So Ufo hätte ich gar nicht gedacht, so mit Juni so sind es eigentlich voll die zwei verschiedenen Welten. Ich hätte die Verbindung nie gesehen und auch auf Track-Ebene finde ich es auch ein bisschen merkwürdig. Ja, auf Track-Ebene fand ich es merkwürdig und ich fand auch, Ufo hat jetzt einfach ein Part hingelegt, das, was man schon tausendmal von ihm gehört hat. Ist so, nice, ich bin eine Bitte, nice. Ja, nichts Besonderes. Nein, das hat er nicht gesagt, aber ey, keine Ahnung, ich kann eigentlich nur, ich habe da, ohne Witz, bei dem Album, das lief durch, 30 Minuten, kommen einen auf jeden Fall länger vor, weil das einfach auch sehr viel nicht, also sehr viel geht in die Richtung, die ich nicht feier, so, halt dieses Habibti-mäßige, so, das ist halt nicht so meins, aber ey, die Beats sind auch nicht so geil, auch wenn er so trappig wird auf Martinique und so, ist das auch voll strange alles und so, das. Aber um ehrlich zu sein, gab es auch, glaube ich, in der Vergangenheit auch nie so einen Joni-Track, den ich solo von ihm fresh fand. Oder gab es für dich einen Track? Ich weiß nicht, ob ich Randale, ich glaube, Randale habe ich, glaube ich, okay gegeben, nicht fresh. Randale, okay, aber ich weiß nicht, was. Nee, auch so, ja, schwer. Aber das sind auch dann auch immer nur Songs, die so sympathisch sind, aber das sind nie Songs, die ich anmachen würde. Ich muss da ehrlich sein, ich sag da Lech, das Album ist Lech. Randale, Alter. Ich habe auch irgendwie schlechtes Gefühl für ihn, für Fresh or Lech, Alter. Das wird, glaube ich, richtig böse. Ich gebe auch ein Lech. Hier Dings fand ich auch nicht so toll, dieses. Ich glaube, das hat er als Single gedroppt, ne? Dieses Martinique. Ja, das war dieses Soulja Boy-mäßige. Ich finde das, als wäre das so Joke-mäßig von ihm. Ja, und das meine ich auch. Ich weiß immer nicht, ob er das dann auch so meint oder. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist bei mir auf jeden Fall Lech-Album. Ich bin gespannt auf die Community, was die geben wird. Aber ja, bei mir ist es auf jeden Fall Lech. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er seine Leute halt hat, ne? Ja, schade, ich dachte, warum hat er kein Feature mit Bones? Der ist doch manchmal mit Bones oder 187er. Ist so. Da hätte ich eher gedacht, aber Ufo, wow. Da hätten die auch so Autopilot-mäßig so. Ja, Mann. Autopilot. Nee, das ist doch ein gutes Stichwort hier und eine sehr, sehr gute Überleitung. Denn wir gehen jetzt einfach weiter zu GTA, a.k.a. Gangster Taken Anders von Millionär. Und als ich jetzt das Cover gesehen habe, habe ich einfach gesehen, das Albumcover haben die eiskalt beim Glitzer-Videoshoot geschossen. Ist so. Ne? Ja, Glitzer, ne? Oder was einfach war von das? Glitzer haben die einfach ein Foto genommen. Ja. Wir haben 17 Tracks, Features von Jizzes, Joker Bra, Haftbefehl, Bones MC, Capital Bra, Mike, Malik Montana, Amu und Marv. Das sind die Feature auf einem 49 Minuten langen Millionär-Album. Wir haben im Vorfeld schon über die vereinzelten Singles geredet. Ich habe vor allem auch immer durchscheinen lassen, dass ich nicht so der Millionär-Fan bin und halt auch ein sehr großes Problem mit seiner Stimme habe und die auch ein bisschen nervtötend finde und ja, auf jeden Fall, es gab eigentlich keine einzige Single, die ich
über ein Okay gewertet habe. Eigentlich habe ich okay. alles Lash gewertet, außer Glitzer. Ich glaube, Glitzer habe ich sogar Fresh gegeben. Ne? Also Glitzer. Single jetzt meinst ja, du, ne? Single. Ja, Single. Als Single ja, ja, habe ja. ich Fresh gegeben. Ja, aber Glitzer sonst war alles geben. Lash. Ich glaube, du hast Shook Knight damals einen Fresh gegeben. Shook Knight. Ja. Feier ich bis jetzt immer noch. Shook Knight. Finde ich auch, ist auf dem Album, wenn du es dir durchhörst, ist das ein Highlight. So, wenn man das auch mit den anderen Sachen vergleicht. So. Ich hatte erstmal sowieso nicht so Bock aufs Album, um ehrlich zu sein. Ich habe es angehört und es war für mich wie Arbeit. Ich habe es wirklich so gehört, so nach dem Motto, ich muss es hören für den Podcast. Ich hätte es mir, glaube ich, privat nicht so angehört, wirklich. Okay. Bei den Singles vor allem, weil mir die Singles nicht so viel gegeben haben. Aber um ehrlich zu sein, beim Durchhören ist mir aufgefallen, dass sehr viel schon bekannt war. Aber die Songs, die noch nicht bekannt waren, waren jetzt nicht so schlimm eigentlich. Die waren, teilweise gab es da auch vereinzelt Sachen, wo ich so dachte, wo hat der das nicht zu Single gemacht? So, da, weil da halt auch gute Beats bei sind. Aber allgemein ist das halt auch ein Album, das genau so geworden ist, wie ich es erwartet habe. Allgemein, wie ist dein Gefühl zu dem Album GTA? Ich feiere den Titel. Der Titel ist ja, geil. Der ist Killer. Ja. Hat er gut gemacht, ey. Was sagst du zum Album? Meinst du es... Das war so, boah, das war richtig so. Ja, man, richtig gut, Titel, ja, Mann. Und dann auf einmal Titel, so, Glas richtig so gut. Glas so gut. Nur ein Lob, ja, ey, Titel richtig ja. gut, Rest lech. Ja, weißt, aber ganz ehrlich, ich habe das Album gehört, ich fand es jetzt doch so im Gesamtpaket ganz, ganz ehrlich so, okay, Alter, ehrlich. Wenn man Bock auf seine Stimme und seinen Charakter hat, dann kann man schon was mit anfangen. Aber ich persönlich bin da raus. Muss aber sagen, für jemanden, der seine Stimme nicht ausstehen kann, ich hätte es schon schlimmer erwartet. Also ich habe es gehört. Ich habe gedacht, boah, das wird schlimm. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich fand es jetzt so okay-mäßig. Also auch stammmäßig okay. Ja? Also auch richtig stammmäßig okay. Nicht Tendenz oder so. So... Doch, ich muss so ehrlich sagen, das war dann doch irgendwie okay. Weil ich muss zugeben, ich werde da bestimmt ein, zwei Tracks rausnehmen, die ich da so feiere. Jetzt nicht wegen diesen paar Tracks ist das Album jetzt komplett okay. Aber so im Gesamtpaket habe ich jetzt auch nicht gedacht, so, boah, Junge, was für ein Scheiß hat der da gemacht oder so, ehrlich. So, ich habe da so. Ja, es gab einfach schlimmere Alben, ne, dieses Jahr. Ja, das auch, ja. Das ist auch wirklich der Fall so. Weil, wenn das Album anfängt. Da fand ich zum Beispiel dieser also der Einstieg, so dieses, wie dieses, oh, ist er das da nicht? Ich weiß nicht, was er da sagt. Das bestimmt dieses, oh, ist er da nicht? Das ging voll nach vorne, hat mir gefallen. Und dann diese kleine große Sache, klar, Jesus Part ist tausendmal besser. Ja. Aber ich fand so im Gesamtpaket hat das auch irgendwie gepasst. Oh, dieses GTA, fand ich, kam auch geil rüber. Ja, GTA. Keine große Sache. Ja. Das ist keine große, dieses, weißt du? Dieses gescratchte und alles dich, so. Du Bastard. Ja, das, keine genau. Lust in dieses. Fand ich geil. Ja, geht und schon gut ab. Dritte Track, Suge Knight, geiler Track, fand ich geil. Aber dieser erste Track, den man dann wieder nicht kennt, Richtig Welle, fand ich kacke. Diese Richtig Welle 1. War lech, fandest du? Ja, war ein bisschen nervig. Ja, war, das macht wieder so ein bisschen so, was macht der da so, aber... Dann Glitzer wieder geil. Glitzer fandest du ja übertrieben, aber ich finde Hafti da immer noch, da habe ich wieder gedacht, so nur der Chorus macht der geil, aber der Part fand ich gerade, jo, ey. Aber der Beat ist so krank. Dieses da, wo er versucht Double Time, das war, ey, voll aus dem Takt, ey. Ist der übelst. Das war ein Flow-Problem, genau wie beim Mortel-Album, da hat er auch so einen komischen Part gemacht. So. Yeah. Wasch dir mal lieber deine Haare mit deiner Gel-Frisur, dieses Ding, so, das ist komisch. Aber der Beat ist so über... Also das ist einer der Beats dieses Jahr, finde ich. Das ist ein übertrieben geiler Beat. Geil. Aber ich finde, Dings hat da trotzdem einen Chilling-Part hingelegt. Kann man noch heftiger, aber Kapital hat da Chilling-Part hingelegt einfach. Ja, und aber da kommt er als am Joker, Ende, bra. Lech. Am Ende. Ra, 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 ra. Ja, wieder abgebrochen. Die ganze Zeit. Dann geht's weiter. Beide Handy Rolli ist wieder nervig. Obwohl, findest du fandest okay, glaube ich. Ne? Du fandest ihn okay. Ich fand okay. Beide Handy Rolli, beide Handy Rolli. Die Stimme ist zu viel. Die Stimme ist zu viel, Alter. Aber jetzt auf jeden Fall beim Album kommt Autopilot richtig hervor, wa? Ja, weil das so ein, also einfach so eine andere Phase auf dem Album ist, so mäßig. Und Bones einfach ein frisches, erfrischendes Feature auch ist. Ja. Ist auch einer der Highlights auf dem Album, ne? Ist so. Aber dann so auf einmal mit Kapital ist wieder so ein CB6 Lelele-Song. Ja, das ist wirklich so ein Lelele-Song. Zehn Gebote ist so ein Track, da hätte ich so gedacht, da könnte Sio mit drauf.
Ja, ja. Nee, da war aber chillig, hat er chillig gemacht. So von Idee. Also die auch, Idee, ne? War chillig. Die, von der Idee, klar kann man das noch besser, erkenne ich bestimmt andere Rapper, die das besser umsetzen würden. Ja, 100%. Ja, das, so, weißt du, aber trotzdem gute Idee und war trotzdem chillig. Naja, Mann. Ja, aber sonst fand ich den, Beat bei diesem Lizzo Lizzo geil. Der war geil atmosphärisch. Irgendein Beat fand ich übertrieben lech. Warte mal. Ich will fliegen immer weiter, immer höher. Nein, nein, oder was? Das war das nicht, ne. War da richtig Welle 2 vielleicht? Warte. Ich mach heute die ganze Zeit Tricks. Ah, Lifestyle Hustle bestimmt. Warte. Das war ja, 100 Pro, ja, Lifestyle Hustle, 100 Pro. Oha, ja. Das klingt wie aber so. Aber das kann ja Oldschool-Dings sein, Dings, so Snoop Dogg, ne? Ja, so ein bisschen so diese Vibes. Oder ja, so wie DJ Mustard das auch immer macht. Genau, so. Aber ich fand den Lech. Ich fand Müll. Den Lech, weil er auch darauf auch Lech gerappt hat. Lifestyle, ja. Das ist langweilig. Richtig Müll. Aber ich muss gucken, ich gebe dem Track, dem Album auf jeden Fall ein okay. Kanak for Life war auch ein guter Beat. Mhm. War auch anders so irgendwie. Also, der hat da auf jeden Fall beatpakettechnisch da ein gutes Album zusammengestellt. Inhaltlich hatte der da auch interessante Konzeptansätze. Features sind auch gut gewählt, aber er selbst als Rapper ist für mich einfach ein Problem. Deswegen sind da zu viele Hürden, um da irgendwie noch nur Entertainment rauszuholen aus diesem Album. Deswegen, ich kann da gar nicht über einen. Ich muss tatsächlich als überraschende Tendenz zu okay aussprechen, aber es ist halt als allgemeines ein Lech. Ich werde da niemals reingehen mehr in das Album, außer jetzt Glitzer vielleicht. Glitzer ist also der, bei dir der Dings, der Track, der raus, am meisten rauskommt aus ja, dem weil Album. Der Beat und dann einfach drei Parts auf so einem Beat und dann einfach so. Glitzer ist geiler Track, aber ja. Haftbefehl ist da bei mir ein bisschen Film. Durch deine Hosenfutter. Schneidstich. Also ich glaube, bei mir ist keine große Sache. Autopilot. Schneid. Und ja, Glitzer halt, aber. Ja, stimmt. Alter. Autopilot wäre auch noch so ein Ding, aber hätte besser gemischt sein können. Und der ja, Part Autopilot von, ist echt komisch gemischt. Ne, und der Part von Millionär ist eigentlich ordentlich. Ja, ey, wie war nochmal die Zeit? Oder was er da sagt? Die, weißt du, der hat jemand im Bein geschossen und dann, Entschuldigung, wie viel Uhr ist oder wie viel war, ja, ne? Irgendwie ja, sowas. Ja, ja. Meine Playmates tragen dies ja wie Tom Ford. Als ob er ja. So ein bisschen Shindy versucht hat bei dem Partner. Der Red wie Tom Ford. Kommt mal vor. Sagst du auch, du warst okay jetzt? Ja, okay. Oh, gut, da hat er bei dir noch okay bekommen. Stabil. Ich bin gespannt, was die Community zu dem Album sagt. Ja, ich weiß nur, gespannt. Damals hatte ich zu seinem AMG-Album Ausländer mit Geld. Hatte ich auch eine Review gemacht und da weiß ich noch, die Note war 5+. Ich glaube, notentechnisch würde ich GTA ein bisschen besser sehen als sein altes Album damals. Ja, ich gebe dem eine 3-. Oha, ist ja das auch ist ein voll fresh. Gut. Ja, so nee, ist nicht fresh, ist okay. Ist noch ein okay. Ja, letzte minus, Note, glaube ich. 4+ oder 3-. Ja, das ist, ja, das ja. Ist noch okay, ja. So ab würde ich 4- ist dann schon lech. Ja, stimmt schon. Okay. Nächste Woche haben wir 3 Releases. Da kommt Brudi 030 mit Iowa. Gebeitet von Dings oder was den Titel? Von Schwester selber oder was? Iowa. Shakusa mit Aurora MC und Nash mit AP1. Also Shakusa macht da eventuell so eine Erweiterung zu seinem Aurora-Album. AP1 von Nash bin ich überhaupt nicht gehypt drauf. Also ich erwarte da 2 Songs, die wir noch nicht gehört haben, die genauso klingen wie die 5 Songs, die wir schon gehört haben. Und Brudi 030 mit Iowa, jetzt mit einem Projekt, ist ein bisschen random, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt auf einmal ein Projekt von ihm kommt. Also ich bin eher gespannt als gehypt. Ja. Bisschen komisch die Woche, mal gucken, wa? Ja. Was willst du denn als erstes anhören? Wahrscheinlich Brudi, oder? Ja, erstmal Brudi, dann Nash und dann Shakusa. Ich hoffe, es wird nicht zu lang sein von Iowa, von Brudi, das Projekt. Mal ja, gucken, ich hoffe, was Shakusa macht. Ich würde sagen, wir gehen einfach zuletzt jetzt einfach zu den Fragen. Sind ja schon relativ spät in der Ausgabe. Richtig. Letzte Woche war relativ, ey, was für relativ, waren gar keine Fragen, Alter, in den Kommentaren. Deswegen hier nochmal der Aufruf raus an die Community. Ist natürlich sehr geil, dass ihr euch auch gegenseitig austauscht und Gespräche führt in den Kommentaren. Aber vergesst auch nicht die Fragen. Ne? Wir brauchen noch Fragen für den Frageblock, deswegen hier die Motivation raus. Stellt Fragen, geht in die Vergangenheit, reißt Themen, die nicht über den über das normale Programm hier im Podcast im Gesprächsverlauf entstehen. Und dann seid ihr in der Ausgabe und wir quatschen mit euch. Nee.
Ich habe hier zwei Fragen. Eine Frage aus dem Fragenarchiv, das ich ja hier auch mit pflege. Und eine, die unter der Ausgabe letzte Woche stand, die kommt von K-Zibit. Er schreibt Folgendes. Könntet ihr euch vorstellen, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte, mal den Podcast live vor der Kamera zu drehen? Liebe Grüße, Kirill. Ist natürlich organisatorisch erstmal die Frage, wie man es macht. Wie die Leute, die es nicht wissen, der Podcast wird jeden Sonntag über FaceTime, Telefonkonferenz mit Mikrofon, jeder für sich in High-Class-Quality-Aufnehmerei aufgenommen. Dementsprechend wäre die Videosituation halt entsprechend kacke. Aber wenn es die Sonderdingens gibt, natürlich, warum nicht, ne? Auf videomäßig sitzen, über Deutschrap quatschen, das wäre es doch. War ja sowieso auch schon mal Thema, als wir darüber geredet haben, wenn Gäste auch da wären und man über die Deutschrap-Woche über Gäste redet und so. Das müssen wir auch auf Videoebene machen. Aber dafür braucht man natürlich so ein bisschen Studio-Setting und sowas. Und dazu müssen wir wachsen, Freunde. Wachsen! Wachsen! Aber es kommt in Zukunft bestimmt mal zu dem Fall, dass wir die ein oder andere Episode, wir können ja auch Sonderepisoden machen, wenn ich mal in Gütersloh bin, du mal hier bist. Dann kann man auch zum normalen Programm auch noch so Sonderausgaben machen. Deswegen, es kommt. Danke für die Frage. Nächste Frage kommt aus dem Fragenarchiv. Ist eine etwas ältere Frage von The Werder Bremen 1998. Hab ein paar Versus-Fragen für nächste Woche. Also jetzt einfach. Da sind ein paar Paarungen, wo ich mir denke, hä, warum? Aber lass uns das einfach durchsprechen. So. Notorious B.I.G. oder Drake, da denke ich mir so, ich mache da keine Entscheidung, was ist das denn? Da habe ich auch gedacht, was soll man da jetzt machen? Ja, nee, das war ein bisschen schlimm. Weil man kann ja gar nicht entscheiden, weil wenn du überlegst, Notorious B.I.G., den hört man sogar bis jetzt noch irgendwie und Drake hat auch ein Zeichen gesetzt und der wird man dann auch später bis dann irgendwann hören. Ja. Und das sind beides schon, also Notorious B.I.G. Legende, Drake lebende Legende, keine Ahnung. Musik beide kann man nicht mal vergleichen. Man kann die Musik nicht mal vergleichen. Ich weiß nicht. Also ich kann dazu nichts sagen. Oder. Nee. Gibt es kein Oder. Nee. Sierra Kid oder Raf Camora? Ja, das ist auch schwer. Aber was soll man? Auch zwei verschiedene Charakter. Boah, das ist schwer. Das ist zu schwer, weil ich wollte gerade einen Unterschied machen zwischen musikalisch und Einfluss und Erfolg. Dann wäre es natürlich klar, für was wer ist. Aber normal. Trotzdem, auch musikalisch ist Raf halt auch immer ein Kandidat gewesen, auf den ich mich immer gefreut habe, wenn es zum Album kam. Deswegen... Vielleicht doch Raff. Ja, ne, weil der beides hat. Raff. Aber dieses Jahr sage ich einfach, dieses Jahr würde ich sagen Sierra Kid. Der hat halt ein echt krasses Album gemacht, ne, mit TFS. Deswegen gucken wir, ob Raff Camora da mit Zenit mitspielen kann. Flair oder okay. Bones MC? Ja, Bones MC. Rap-technisch Bones MC? Ja, rap-technisch Bones MC. Einfluss und charaktermäßig vielleicht doch Flair. Kennt man schon zu lange, ne? Ja, das halt. Auch, Junge, das ist auch schwierige Frage. Das, weißt du, warum man das auch nicht machen kann? Weil ohne Flair gäbe es keinen Bones MC. Ist so, das kann man faktisch so sagen. Ist so. Die Colucci-Pullis und so, weißt du, es gäbe keinen Bones MC, so wie der jetzt ist. Wenn, man müsste eigentlich Flair sagen, weil so, ja. Eminem voll oder schwer. Tupac ist auch wieder so ein schweres Ding, wo ich mir denke. Ja, auch schwer. Ja. Man muss dann schon irgendeinen Punkt nehmen oder eine Kategorie bei jedem Charakter, um zu wissen, wer besser oder so besser, wer besser rappt, wer besser Zeichen gesetzt hat, wer das ist alles zu schwer, wenn du einfach nur schreibst Eminem oder Tupac. Ja, weil dann ist viel auch die Paarung jetzt Mobb Deep oder Genetik. What? Hä? Generationsunterschied, Spracheunterschied. Alles kann man nicht vergleichen. Travis Scott oder A$AP Rocky finde ich gut, kann man gut vergleichen. Ja, das kann man vergleichen, aber da würde ich sagen Travis Scott. Ich würde auch Travis Scott sagen. A$AP Rocky macht aber auch viel zu wenig. Aber auch die Alben von Travis fand ich immer nicht so krass. Testing war schon nice, aber ich weiß nicht, Travis ist irgendwie geiler. Naughty by Nature oder Wu-Tang Clan müsste ich Wu-Tang Clan sagen, einfach weil ich Naughty by Nature nicht so gehört habe. ODB oder Kendrick Lamar sehe ich auch Kendrick. Überhaupt keinen Sinn. Aber müsste ich auch Kendrick Lamar sagen, Rin oder UFO? Das ist wieder interessant. Ja, bei mir würde ich sagen UFO. Ja, ich würde auch UFO. Ich muss zugeben, UFO mehr gepumpt, mehr gefeiert. Klar, Rin hat geile Hits, wie ich auch, aber UFO, Junge. Ja, doch. Rauf und runter Tracks, die ich runterrappen kann und so, deswegen. Müsste ich auch UFO sagen. Massiv oder Haftbefehl ist auch interessant. Ja, schwer. Weil beide auch in ihrer Zeit beim Kommen auch so was ausgelöst haben in der Deutschrap-Szene. Als Massiv beide kam, kamen Sachen dazu, die es davor nicht gab. Haftbefehl auch das gleiche Spiel. Ich glaube, ich würde aber Haftbefehl sagen.
Nein, ich würde massiv sagen. Was laber ich da? Alter. Ey, nee, ich bin nur hier. Massiv, Junge. Jetzt kommt der Betonmischer. Muss. Der ist ja legendär. Ich muss massiv sagen. Die allgemeine Antwort wird eh Haftbefehl sein. Deswegen werde ich mich einfach zum Sonderling machen mit Massiv. Hannibal oder Kalim? Kalim. Bei mir Kalim. Safe. Ja, muss ich auch Kalim sagen. Safe. Die Goodies. Safe, die Hu. CEO oder DCV DNS? CEO. CEO. Aber mit Abstand, aber sowas von. Also DCV DNS ist, also, keine Ahnung. Capo oder Nemo? Ist interessant jetzt. Capimo. Ja, ich glaube Capo. Ich würde auch Capo sagen. Nemo, Capo, glaube ich. Weil Nemo hat noch kein Projekt gemacht, was an Alles auf Rot rankommt. So, weißt du, deswegen sehe ich den da schon vorne. Ray Shremmond oder Migos ist auch interessant. Schwer. Aber ich müsste eigentlich. Ich müsste Migos sagen. Migos. Ja, ich glaube bei mir auch eher. Oder boah, das ist bei mir schwer. Ey. Ich habe einfach viel mehr Migos-Songs, die ich rauf und runter höre, als Ray Shremmond. Bei Ray Shremmond höre ich auch meistens sind es dann auch nur Songs von Sway Lee alleine oder gefeatured so mäßig. Das sind doch nicht mal Ray Shremmond. So weißt du, so diese No-Type-Lieder und so, die voll gehypt wurden oder ihr Black Beatles oder so, ich habe die nie gehört. Dieses mit hier, wie heißt das? Diese Challenge, wo alle slow stehen bleiben. Ja. Ich hab das nur über die Post gehört, noch nie angemacht und gehört das Lied. Diese Black Beatles, noch nie. Ich kenne das nur von dieser Challenge. Deswegen Migos. Walk Migos, it like a Migos, talk. Migos. Du sagst auch Migos, oder was? Ja. Migos, ja. Walk it like Cardi B oder Nicki Minaj ist jetzt, das ist jetzt schwer. Das Ding, ne? Boah, voll schwer. Aber ich sag was. Richtig schwer. Aber ich glaube, Nicki Minaj sag ich. Nicki Minaj ist mit Abstand, ja, die bessere Rapperin, die ist Bars und die ist tralala. Aber es gibt kein Album von Nicki Minaj, das ich so hören kann wie Cardi B's erstes Album. 13 Tracks auf die Fresse, ein Track nach dem anderen. War ohne Witz. Ich habe die Nicki Minaj-Alben vielleicht im Jahr gefeiert, wenn die rauskamen, aber die sind so schlecht gealtert. Wenn du jetzt in dein Nicki Minaj-Album reingehst, hör mal dieses Album mit Shit It On Him und Did It On Him und mit dem Eminem-Track und so. Hör mal das Album, du merkst die Beats und so. Boah, Junge, du kannst das gar nicht hören. Richtig so, boah, voll Plastik und auch Pop und mit Katy Perry hier und da und diese House-Beats und so. Nee, ballert nicht. Deswegen. Musikalisch, aktuell muss ich ja irgendwie KDB auf jeden Fall die Nase nach vorn geben. Krass, Alter. Okay. Aber Nicki Minaj ist krasse Rapperin. Ihr Part auf Monster, ist das Monster? Ja, von Kanye, Rick Ross, Jay-Z und Nicki Minaj, wissen wir alles, krass. Monster. Die hat Mutter gefickt. Kommen wir zu der Playlist und danke nochmal an die Frage, ne? Und stellt unten in den Kommentaren Fragen. Und sagt doch auch nochmal so zu ein paar Themen nochmal eure Meinung und so. Ne, könnt da ja euch verschiedene Singles rausnehmen und eure Meinung dazu schreiben, ehe ihr dann in die Story reingeht und die bewertet. Das war da auch nochmal Kontext, wie die ganzen Sachen haben. Und wir kommen jetzt einfach mal zur besten Playlist meines Lebens. Das ist die Playlist, die wir jede Woche um 2 Songs erweitern. Die findet ihr auf Apple Music und Spotify. Links sind unten in der Beschreibung oder ihr sucht das Ganze einfach auf den genannten Streaming-Plattform. Taka, was hast du diese Woche für die Playlist? Ey, Kalim mit VVV. Ey. Viertel vor vier. Ey, geiler Titel. Boah, beste Track, glaube ich, von Kalim, also was er geschrieben hat, denke ich mal. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl, ich feiere diesen Track übelst. Ey, Killer. Ist das Thronfolge oder welches Album ist das? Ja, ist Thronfolge, ja. Beste, Alter. Ich habe von Future, von Future, zukünftiges UFO 361 Feature, habe ich Promise You That. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen Alben nachzuholen von diesem Jahr, also US-Rap-Alben. Und merke dabei auch, also die haben da drüben im Land auch Probleme wie wir. Da kommen gar nicht so krasse Alben raus irgendwie. Und bis jetzt vor allem auch nicht so die weltbewegendsten Alben. Da gibt es vielleicht jetzt so 5, die ich so nennen könnte, aber es ist ja für 7 Monate voll wenig. Auf jeden Fall habe ich das Future-Album auch gehört und Promise You That ist so ein Song, der rausgestochen ist, den ich sehr gefeiert habe und seitdem ich das Album gehört habe, auch sehr oft höre. Deswegen jetzt auch in der besten Playlist meines Lebens und der Beschreibung checken, folgen, Spaß haben. Ich glaube inzwischen schon über 3 Stunden lang. Ich mache mir die auch zwischendurch mal auf Arbeit an oder so. Ist eine gute Playlist, sage ich nur an der Stelle. Ne? Ist gut und endlos, ne? Ist unendlich. Solange es den Podcast gibt, solange wird die Playlist wahrscheinlich sind bald 800 Lieder drauf oder so. Mal gucken.
Geil, yeah. Geil. Dann kommen wir zum Autotrommel, nochmal die Werbetrommel und sagen euch, wir sind auf Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat bin ich sogar auch, obwohl ich diese App seit Jahren nicht mehr aufgemacht habe. Aber da sind wir, da könnt ihr uns finden und da können wir auch Austausch halten. Beste Community, ihr wisst. Und vor allem auch ganz wichtig, folgt mir auf Instagram. Dort sind alle Aktivitäten bezüglich der besten Community meines Lebens, also auch alle Votings. Ich habe zum Beispiel auch ein interessantes Voting gestern gemacht. Zu der Frage, die ich einfach mal jetzt mal hier raushaue, zu der Frage, ob man alte Chart-Erfolge noch mit heutigen vergleichen kann. Und der aktuelle Stand ist 87%, nee, andersrum, 16% haben für Ja gestimmt und 84 für Nein. So, hey. 16 für Ja, 84 für Nein, kann man nicht vergleichen. Also solche Fragen findet ihr in meiner Insta-Story, sodass wir uns auch mal ein bisschen über die Musikindustrie, Deutschrap und so weiter auch unterhalten, ein bisschen auch zu den Zahlen, die wir hier anfechten und anstellen, ein bisschen noch Worte zu haben. Einfach folgen. Taka, wie findet man dich im Internet? Ja, mein Internet findet man mich bei Instagram, Twitter, Twitter und dies, das, ihr wisst, unter Takamania88, T-U-C-K-E-R-M-A-N-I-A 88. Hey, und vergesst auch nicht, den YouTube-Kanal von Fresh Olech zu abonnieren, findet ihr unten in der Beschreibung oder ihr gebt einfach Fresh Olech bei YouTube ein oder youtube.com/FreshOlech. Dort findet ihr jeden Dienstag die Chart-Updates, sowie auch morgen, also gibt es zur Kalenderwoche 29 morgen die Chart-Updates. Und dann sind wir wieder im Programm drin. Taka, hast du noch was fürs Outro oder sollen wir den Sack zumachen? Nö. War irgendwie eine trockene Woche, sowohl Album- und Singletechnisch. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen den Sack zu. Das war die 43. Folge von der beste Podcast meines Lebens, meine Freunde. Mein Name ist Teddy. Mein Name ist Taka. Und wir sind jetzt einfach raus, raus, raus. Aber auf Wiedersehen. Ne, auf Wiederhören. Ja, Mann. Bis nächste Woche. Peace. Haut rein.